Hallo und herzlich willkommen hier bei Redekunst Plus 3. Ich bin der MK. Und ich nicht. Und ich auch nicht. Das finde ich gut. MK und drei Nicht-MKs, ja. Nein, zwei Nicht-MKs. Bist du auch ein Nicht-MK? Ja, wer weiß, manchmal. Wer ist MK? Who MKs are the MKs? Ihr werdet es nicht erfahren, es sei denn, ihr hört diesen Podcast. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um über das Thema der Woche zu sprechen, die E3-Pressekonferenzen, die stattgefunden haben im wunderschönen Los Angeles, Kalifornien, drüben in den US of A. Und es war ganz schön warm da drüben. Ja, gerade hier erst mit dem Flugzeug zu Hause angekommen. Ja, Gott, was gab's da drüben alles? Licht und Schatten, viel Schatten. Und Hot Dogs. Das auch. Wir würden folgendermaßen vorgehen. Wir gehen die Pressekonferenzen chronologisch durch, wie sie gelaufen sind. Und sprechen ein bisschen darüber, was da angekündigt wurde, wie sie das Ganze so aufgezogen haben und wie wir so die Präsentationen gefunden haben. Klingt gut. Ich muss gerade mal meine Notizen hier mal ein bisschen so, dass ich die lesen kann. Oh Gott, er hat Notizen. Viele. Oh Gott. Es sind nur 450 Zeilen. Ich sagte Zeilen. Ja, fangen wir an mit EA. Die Pressekonferenz war... ich fand die ganz nett. Es war eine durchschnittliche Pressekonferenz von denen. Ich fand den Anfang ganz schön gemacht mit den Trommlern. Die haben ein bisschen Stimmung gemacht. Das hat das Ganze so mal ein bisschen aufgelockert. Im Vergleich zu anderen Konferenzen, auf die wir gleich noch kommen, war das okay. Dann fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. NFL Madden 18 haben sie dann jetzt auch... einen Story-Modus geplant, wie das bei FIFA im letzten Jahr war. Ich denke, nächstes Jahr werden wir das dann auch in einem anderen Spiel noch sehen. Finde ich gut. Gescheiten Karrieremodus. Kann nie schlecht sein. Ist mir aber relativ wumpe, wie die ganzen anderen Sportspiele bei denen. Ja, Sportspiele. Muss man wirklich. Ich muss sagen, FIFA 98 war das letzte richtige FIFA, was mich begeistern konnte. Wann kam das gleich nochmal raus? 1998, denke ich mal. Oder 97, halt irgendwann vor der Weltmeisterschaft. Schon klar. Deswegen hieß es ja auch Road to World Cup. Ja, wie gesagt, wird es einen Story-Modus geben. Sind wir mal gespannt. Dann angekündigt wurde Battlefield 1, der große DLC In the Name of the Tsar. Also wird es in Richtung Russland rübergehen. Es wird neue Nachtkarten geben. Als neue Front wird dann die Ostfront präsentiert mit 8 neuen Karten. Als neue Fraktion die Russen mit neuen Fahrzeugen, neuen Einheiten und Spezialisierung. Und EA hat dabei auch angekündigt, dass mehr auf kompetitives Gameplay geachtet wird, dass sie das mehr unterstützen wollen, was ich nicht schlecht finde. E-Sport kann generell mehr Zuwendung vertragen, aber mehr Infos dazu würden sie uns dann auf der Gamescom liefern. Ja. Ja, dann ging es um FIFA 18. Juhu, noch ein Sportspiel. Wo sie dann auch nochmal gesagt haben, dass sie auf alle Fälle mehr in die Förderung stecken wollen. Großartige Neuerung in FIFA 18. Stellt euch vor, es wird um Fußball gehen. Wie im Fußball? Ja, Wahnsinn, ne? So spät in der Serie noch. Ja. Jetzt haben sie irgendwie die Spieler noch besser eingescannt und Cristiano Ronaldo wird seinen eigenen Spielstil auf dem Platz noch deutlicher präsentieren können, wie alle anderen auch. Und ja, sonst halt wieder ein bisschen grafisches Upgrade und die Singleplayer-Kampagne, die auch im letzten Jahr über Alex Hunter gestartet wurde, wird fortgesetzt werden.
Naja, bezüglich Ronaldo, da muss er dann erstmal schauen, dass er das Geld dann auch wieder reinkriegt, was er da irgendwie ein bisschen verzuttelt hat. Wie meinst du das? Jetzt bin ich... Sagen wir so, er hatte in den letzten Jahren eine doch schon siebenstellige Lücke in seine Steuererklärung, was der Fiskus nicht so toll fand. Und das muss er natürlich jetzt auch erstmal irgendwie wieder über Sponsoring wie bei FIFA reinholen. Okay, na gut. Ich meine, der Mann verdient genug Geld. Ja, würde das... man meinen. Naja, ich meine, man hat ja bei Uli Hoeneß gesehen, wie schnell sowas aus Versehen mal passieren kann. Tadam. Ja, dann ein Spiel, auf das ich mich doch irgendwie ein bisschen freue, ist NFS Payback nach den vielen, vielen schlechten Teilen, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten. Könnte das vielleicht wieder relativ gut werden? Die Präsentation hat ja schon mal sehr sympathisch angefangen. Da haben sie einen YouTuber hingestellt, der so kacke nervös war. Oh Mann, der hat ja wirklich kaum einen Satz gerade rausbekommen, aber ich fand das irgendwie sympathisch. Und, Schauen wir mal. Ich bin bei NFS in den letzten Jahren zu oft gehypt gewesen und musste dann voller Enttäuschung feststellen, was für ein Blödsinn die da abgeliefert haben. Ich sage nur einer der letzten Teile, ey yo, Gangster, ey yo. Oh Gott. Naja, was auf alle Fälle jetzt passieren wird, ist so GTA-like. Man wird zwischen drei Charakteren im Spiel wechseln, um die Story halt aus verschiedenen Blickwinkeln ein bisschen zu erleben. Das Ganze als Open-World-Spiel und was sie im Nachgang gezeigt haben mit dem Tuning, was man da jetzt für Möglichkeiten hat mit der optischen Veränderung. Das ich höre bis jetzt nur GTA. All das, was du jetzt gesagt hast, ist astrein nur GTA. Du hast in GTA 5 Werkstätten gehabt, wo du dein Auto tunen kannst. Ja, du kannst mit Autos Rennen fahren. So. Du hast drei Protagonisten, zwischen denen du hin und her wechselst. Die klauen GTA. Ja. Klingt ein bisschen danach. Aber da wären sie ja nicht die Ersten. Ja. Nee, aber das Tuning ist wirklich echt tiefgehend. Also man kann da wirklich ganz, ganz klitzekleine Veränderungen an alle möglichen Sachen machen. Also ich meine, die haben da einen Käfer gezeigt, der total Schrott war. Und dann haben sie nach und nach die Sachen da dran gebaut. Und du kannst da wirklich alles Mögliche dann aus den Autos machen. Genauso wie du es haben willst. Irgendwie so einen hochbeinigen Buggy oder tiefer gelegt. Rennsemmel oder ein Drag-Car. Du kannst es wirklich genauso zusammenbauen, wie du das gerne hättest. Und das sah schon ziemlich beeindruckend aus. Was ich allerdings sagen muss, ist diese Spielszene, die sie da im Trailer gezeigt haben mit der Truck-Mission. Da war schon ziemlich viel Burnout drin. Und was ich da so gesehen habe, habe ich mir gedacht, Jungs, das ist Fast and Furious 1. Ja, da haben sie ja LKWs hops genommen. Ja, man überfällt jetzt irgendwie LKWs und da muss ich noch ein bisschen mehr sehen, aber es macht schon mal einen Eindruck, als wäre das irgendwie spielbar und sie hätten sich da mal was überlegt. Aber sind wir mal gespannt. Wir tun GTA neben Burnout, noch ein bisschen Lego City, passt. Genau. Gut, dann der nächste Punkt. EA hat ein neues Spiel aus seiner EA Originals Reihe gezeigt, wo sie ja Indie-Entwickler unterstützen und halt fördern, denen die Geldmittel zur Verfügung stellen und ihr eigenes Süppchen kochen lassen, wie das ja auch mit Unravel der Fall war, was ich ja absolut großartig fand, und haben da A Way Out vorgestellt. Da geht es um einen Gefängnisausbruch und das Spiel wird komplett Koop gehalten. Also man kann es nicht alleine spielen, man muss das zu zweit spielen. Die ganze Zeit im Splitscreen und am liebsten Couch-Koop. Sieht auf alle Fälle schon echt interessant aus. Ist von den Machern von Brothers A Tale of Two Sons, wenn ich das richtig im Kopf habe. Klingt danach. Das war ja auch sehr stark auf die Dualität zwischen zwei Figuren fokussiert. Wobei man das allein spielen konnte. Ja, also hier, das wird komplett nur im Koop spielbar sein und du siehst auch wenn du übers Internet mit dem anderen spielst, siehst du das, was der andere auch sieht. Halt normaler Couch-Koop-Splitscreen. Die wollen halt wirklich dieses Zusammenspiel da. Vor allen Dingen hast du in dem Spiel dann scheinbar auch die Möglichkeit, während ein Spieler in der Cutscene drin hängt, kann der andere sich bewegen und irgendwelchen Blödsinn noch machen.
Ja, und großartig. Ist, und er ist in der Cutscene zu sehen mit dem, was er macht. Ja, das heißt, wenn er irgendwelche todernste Unterhaltung führt, werde ich im Let's Play dann absolut totalen Schwachsinn machen, rumhüpfen, so. Ich bin dafür. Ja, also das werden wir uns auf alle Fälle angucken. Wenn das was ist, dann wird es das hier wahrscheinlich als Let's Play geben. Und wenn nicht, spielen wir es trotzdem. Ja, dann als nächstes hat EA, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, Seed vorgestellt. Das ist ein neues Projekt, was sie aufgemacht haben, die Search for Extraordinary Experience Division. Und da geht es um KI-Entwicklung. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. Skynet. Ah, schon wieder? Naja, schauen wir mal, was da draus wird. Ich meine, ein bisschen intelligentere KI-Gegner in Spielen wären ja schon mal ganz nice. Nachdem du sie das dritte Mal umgenietet hast, merken sie, von hinten kommt der Schuss, also drehe ich mich mal um. Das ist jetzt der dritte Feind in meiner Brust. Aber ich habe in den letzten 2 Sekunden niemanden gefunden. Naja, zurück zur Routine. Naja, also wenn ich so an Skyrim denke, wenn ich Leuten Pfeile in den Kopf schieße und die so, was war das? Das muss der Wind gewesen sein. Das war ein Thief immer toll. Super. Ja, dann haben sie ein bisschen überrascht, denn BioWare hat eine neue IP vorgestellt. Anthem, wie sie so schön heißen mag. Aber dazu verraten wir mehr bei der Microsoft-Konferenz, denn da wurde mehr darüber erzählt. So, nächster Punkt auf der Liste. Ah, was habe ich hier notiert? Wayne. Es kann nur ein Sportspiel sein. Ja, NBA 18. Genau, ja. Basketball. Eine Riesenüberraschung. Na, Wayne interessiert. Ja, ich meine, dafür ernte ich wahrscheinlich viel Hohn und Spott, aber es interessiert mich ja dafür überhaupt nicht, die AR-Sportspiele. Wenn jemand von euch da drüber gehypt. Pass. Not so pretty much. Hab ich mir gedacht. Ja, dann hat EA angefangen, auf einmal den guten Samariter zu spielen, denn EA Access gibt es in diese Woche umsonst. Das heißt, voller Zugriff auf den EA Spiele Vault für alle Menschen da draußen. Man kann sich alles angucken, für was man sonst bezahlen müsste. Finde ich eine nette Aktion. Die wollen einfach alle nur in ihre Fänge ziehen und nächste Woche kommt dann die Rechnung. Ja, das ist wie wenn man so zufällig so einen Dealer trifft und der einen zum Anfixen irgendwie so Zeug dahin wirft, habe ich das Gefühl. So, hier, guck mal, nimm mal ein bisschen was, ist umsonst hier, guck's dir mal an. Das ist wie, als wenn man den Leuten eine abgespeckte Version von einem Videospiel geben könnte und ihnen dann sagen würde, dass sie die volle Version bekommen, wenn sie dafür bezahlen. Man könnte das ist ja nicht so. Du kannst das volle Version Spiel spielen, wenn du das in dieser Woche spielst. Das ist das komplette Spiel, ohne Einschränkung. Ja, aber nach einer Woche ist es dann weg, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ne. Aber wenn du dich beeilst, hast du das Spiel durch. Ja. Dann musst du es auch nicht mehr kaufen. Ja, und dann das große, große Thema auf der EA-Pressekonferenz, Star Wars Battlefront 2. Und ja, es weiß wirklich durchaus zu begeistern. Es sieht wirklich schick aus. Sie haben jetzt unheimlich viele Schauplätze drin. Sie haben was davon erzählt, dass sie jetzt 3-mal mehr Inhalt als im Battlefront 1 haben. Und das ist dann jetzt doch schon eine ganz schöne Hausnummer, denn also ich hoffe mal, sie meinen das Battlefront 1 mit Add-ons, weil ohne wäre es ja jetzt nicht wirklich schwierig. Woran misst sich denn Inhalt? Wie lang beispielsweise die Kampagne geht, wie viele verschiedene Karten es gibt, wie viele verschiedene Klassen es gibt, also wie viele Stunden du da reinbuttern kannst. Ja, Moment, wo war ich? Genau, 3-mal mehr Inhalt als in Battlefront 1. Nach Abschluss der EA-Pressekonferenz haben sie dann nochmal 30 Minuten Gameplay gezeigt. Was ich sehr lustig fand, Jean Boyega war da und hat einen dicken, fetten Filmspoiler abgerissen, auf den ich jetzt hier nicht weiter angehen möchte. Wer sich dafür interessiert, kann die EA-Pressekonferenz gerne nochmal gucken, aber das fand ich sehr fies. Ich guck das so und krieg was aus dem Film erzählt. Ja,
Aber kostenlose Samariter waren wir ja eben. Die Add-ons für Battlefront 2 werden komplett kostenlos sein. Denen fällt bestimmt auch noch was ein, irgendwie mit Microtransactions. Ja, ja, das wird's garantiert geben. Also irgendwie muss man ja Geld generieren. Also ich meine, die stellen ihre Serverstruktur da zur Verfügung und alles. Ich meine, EA, das mag jetzt so lieb rüberkommen, wie es ist, aber ich meine, es ist ja immer noch ein Großkonzern, der auch irgendwie mal 1,50 € an irgendwas verdienen möchte. Oh ja, die armen Großkonzerne. Die kriegen immer so wenig Geld von den Leuten. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt Onkel Dagoberts Geldspeicher gefunden haben und sagen, ja, ja, passt, jetzt verschenken wir alles. Wo ich gerade bei Onkel Dagoberts Geldspeicher bin, ihr alle Leute da draußen, schaut euch das neue Intro von DuckTales an. Ich finde es absolut großartig. Ist das in Ordnung, wenn ich für den Rest des Podcasts den Song summe? Ja, ja, habe ich keine Probleme mit. So, genau, so kurz zum Abschluss. Das Battlefront... Jetzt ist Gucci. Also das Battlefront 2 ist jetzt ungefähr das, was sich die Fans vorgestellt haben, was Battlefront 1 werden sollte. Und jetzt sind die Erwartungen noch höher, weil sie sich gedacht haben, ah, damals war das schon nicht gut. Was haben sie dann jetzt schon wieder? Ah. Ich weiß nicht, Speedy, kannst du mal kurz in deine Aufnahmeeinstellung gucken? Dein Mikro ist irgendwie leiser. Kannst du das mal gucken, ob du das ein bisschen gepusht kriegst? Mensch, push mal dein Mikro, Speedy. Ansonsten drehe ich dich hier im Teamspeak ein bisschen lauter, weil du bist ein bisschen leiser. Also ich denke meine Windows-Einstellungen eher bei den Aufnahmesettings. Es klingt irgendwie so, als wärst du auf 70% oder so. Weil sonst bist du lauter. Wir sind Profis! Da waren jetzt nur noch 6% rauszuholen. Du klingst aber wesentlich lauter jetzt gerade. Yep. Ja, was habt ihr so von der EA-Pressekonferenz gehalten? Ich fand die, also wie schon am Anfang gesagt habe, ich fand die ziemlich durchschnittlich. Ajo, ajo. Also so, diese ganzen Sporttitel, die sie natürlich wieder rausgehauen haben, das war ja so ein Must-Have von wegen, man erwartet es von uns, also machen wir es. Ja, schön. Dass die jetzt auch auf die Switch gehen, mit beispielsweise FIFA, finde ich gar nicht mal schlecht. Dann haben die Leute unterwegs noch mehr Sachen, wovon sie sich von der Realität ablenken können. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber ich bin primär gespannt, wie jetzt sich dieses Anthem zeigen wird, aber darüber wolltest du ja gleich, glaube ich, nochmal reden. Ja, kommen wir gleich sogar schon zu, weil Microsoft ist der Nächste. Also ja, lass mich mal weiterreden. Also das wäre so ein Titel, den ich zumindest mal im Auge behalten würde, was auch immer das für ein Omen auf dieses Spiel werfen mag. Ich sag nur, letztjähriges NFS, da war ich gehypt drauf und es wurde kacke. Apropos NFS, ja, das werde ich mir zumindest mal anschauen, dieses Payback. Und entweder hat es den typischen GTA-Flair für mich und ich freue mich wie ein Plätzchen, beziehungsweise den NFS-Flair, den ich mir damals noch von Underground und ähnliches her wünsche, wieder. Oder es wird ein absoluter Flop und ihr werdet nie wieder mich darüber sprechen hören. So oder so, wir gewinnen. Was heißt denn das jetzt hier schon wieder? Das will ich jetzt erklärt haben. Chief, du darfst dich jetzt auch ausführlich erklären. Auf! Ich äußere mich jetzt ausführlich zur EA-Pressekonferenz. Besonders gut an der EA-Pressekonferenz fand ich, keine Ahnung, ich habe sie nichts gesehen, da EA noch nie ein Spiel rausgebracht hat, das mich interessierte. Jedem das seine. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber zur Microsoft-Pressekonferenz. Als allerersten Punkt habe ich hier stehen, ich stehe auf Elektronik-Intros. Das Intro war echt super, wo sie da die Leiterbahn, also diesen Flug durch die Leiterbahnen und diesen Aufbau von den Prozessoren und alles gezeigt haben und da hatten sie mich ja sofort. Da stehe ich drauf und sowas. Jedem das seine. Jedem das seine. Ich bin halt ein Geek, was soll ich machen? Ja, dann der größte Punkt auf der Konferenz war natürlich die Vorstellung der neuen Xbox, die abgekürzt in Zukunft, wie Speedy mir eben gerade verdeutlicht hat, Xbox heißt. Ja. Das ist die Xbox One X.
Also XBOX, das ist, dass ich das bis jetzt nicht gesehen habe, das ist echt... Und das stimmt überhaupt nicht, die korrekte Abkürzung wäre XOX. Nein, XB für Box, One. Ja, wie XB für Box? Xbox ist ein Wort. Nein, Abkürzung von Xbox ist X. X-Box. X-Box. Kein Mensch schreibt das Ding X-Box. Zum Beispiel Xbox Live ist auch X-Bla, also von daher... Ja, aber nur weil das lustig klingt. Nein, das ist die offizielle Abkürzung. Genau wie die Abkürzung von Call of Duty irgendwas Codblobs ist. Absolut beeindruckende Konsole. 6 Teraflops an Leistung mit echtem 4K. Also da wird man schon einige schöne Grafikschmankerl drauf zu sehen bekommen. Und ganz wichtig, im Vergleich zu Sony, ein 4K UHD Blu-ray Laufwerk, was Sony ja immer noch nicht verbaut hat. Die fahren ja immer noch in ihrer Pro mit dem alten Blu-ray Laufwerk, was ja irgendwie laut ist und nichts kann. Dann so ein bisschen für die Techniker unter euch. Die CPU da drin wird im 16-Nanometer-Verfahren gefertigt, was jetzt mittlerweile schon echt winzig ist. Das heißt, da wird man dann auf gute Wärmeabfuhr hoffen dürfen, weil ansonsten ist das Ding mal schnell durchgeraucht. Ja, dafür haben sie doch ihr ultimatives Kühlkonzept jetzt eingebaut. Genau, eine Flüssigkühlung. Und sie haben gelogen. Ja, ist ja okay. Aber sie haben gelogen. Denn sie haben das groß angekündigt, die erste wassergekühlte Konsole der Welt. Das stimmt nicht, die erste Generation von der Dreamcast war wassergekühlt. Boah. Ja, die war wassergekühlt, aber die Xbox ist wassergel gekühlt. Ist das Gel? Ich dachte, das wäre... Das ist Gel, haben sie doch gesagt. Ich such's raus, warte. Okay, soll mir recht sein. Ja, aber der wichtigste Punkt, es wird die kleinste jemals produzierte Xbox sein. Auf den Vergleichsbildern, die man da gesehen hat, war die also knapp größer wie 2 Controller. Und also ich meine, so eine Technik, so klein zu verpacken, da haben sie, also das ist schon ordentliche Planungsarbeit dahinter. Ich frage mich, erinnern zu können, dass sie in der Präsentation was gesagt haben von wegen Gel. Hier im Internet steht überall Vapor Chamber Wasserkühlung. Was auch immer das ist. Ja, das habe ich nämlich auch im Kopf, dass die nämlich mit Dampf kühlen. Wasserkühlung halt. Mit ja, Dampf Wasser, kühlen, Dampf. Das klingt irgendwie kontraproduktiv. Nee, du nimmst die Energie von unten auf, verwandelst die in Dampf und gibst die oben an den Wärmetauscher ab. So verbrauchst du unheimlich viel Energie. Emker, man kann Energie nicht in Dampf verwandeln. Nein, aber Wasser. Und beim Übergang nimmst du ja Energie auf von unten. Und damit kühlst du. Das ist dasselbe wie so ein Pelletierelement. Ich verstehe. Du tust ja, es nicht, ich, aber... Ich werd jetzt ein bisschen zur Technik. Ja. Dann das erste Spiel, wo ich mich wirklich massiv drauf freue in der diesjährigen Präsentationsreihe. Forza Motorsport 7. Wuha! 6 Jahre Partnerschaft mit Porsche haben sie dafür abgeschlossen und auf der Messe den ganz neuen Porsche GT2 RS gezeigt. Was für ein geiles Brett vor ein Auto. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn man den Porsche auf einer Automesse präsentiert hat. So haben sie es jetzt auf einer Videospielmesse gemacht. Entschuldigung, ich war zu nah am Mikro. Ja, das Ganze für Xbox und Windows 10. Das heißt... Ich brauche mir keine Xbox One zu kaufen, denn ich zock's einfach am Rechner. Über 700 Autos. Ich freue mich so total. Also Forza ist für mich einfach die beste Rennspielereihe, die es gibt. Es geht einfach nicht besser. Forza. Ja, ist italienisch. Und jetzt? Kann ich trotzdem drüber lachen. Das freut mich. Ja, Ganze erscheint dann am 3. Oktober. Ich bitte zu entschuldigen, ich habe mir nicht für alles aufgeschrieben, wann es rauskommt, nur für die Sachen, die mich irgendwie interessieren oder angesprochen haben. Aber die Infos lassen sich hier in 2 Sekunden via Google rauskriegen. Ja, also wie gesagt, Forza Motorsport, ich freue mich tierisch drauf und ich hoffe, dass wir da mal ein paar Runden hier im heimischen Netzwerk rumdaddeln werden, Speedy.
Schauen wir mal. Also Mario Kart bist du ja bei mir unten durch. Und alles Weitere schauen wir mal. Autorennspiele und generell Rennspiele sind so ein Faktor, den man bei MK berücksichtigen muss. Er ist ein gnadenlos schlechter Verlierer. Das ist gar nicht wahr. Und ein gnadenlos schlechter Gewinner. Das ist gar nicht wahr. Ich verliere einfach nur nicht. Das ist das. Ach so, genau. Du bist ein schlechter Verlierer und ein schlechter Gewinner. Das finde ich aber gut, das Prinzip. Du bist ein schlechter Verlierer. Woher willst du das wissen? Ich habe doch noch nie verloren. Ja, genau. Ja, dann als nächstes war ich dann doch ein bisschen baff. Da haben sie angefangen mit einem Spiel. Es ging los in so engen Gängen, alles ziemlich verrottet. Und ich dachte schon, das sieht irgendwie aus wie Bioshock. Dachte schon, Bioshock bei Microsoft? Und dann hat er diesen Bunker verlassen, kam raus und alles hat nach Fallout ausgesehen. Ich dachte mir, hä, was geht denn hier ab? Und alles wirklich total beeindruckend. Und ja, dann haben sie es angekündigt, das neue Metro-Spiel, Metro Exodus. Und ich muss sagen, boah, das ist ein echtes Brett. Also wenn das nur halb so gut wird, wie das da in der Präsentation war, dann zocke ich das auf alle Fälle. Dann da geht nichts rum. Und vor allen Dingen auch wieder, wie bei Microsoft, gängig jetzt Anywhere Play auf Xbox und auf Windows 10. Immer noch mehr Gründe, warum man sich keine Xbox kaufen muss. Ja, Microsoft hat es in diesem Jahr sehr erfolgreich verdeutlicht, dass ich mir keine Xbox kaufen muss, da ich Windows 10 habe. Ich brauche nur eine neue Grafikkarte. Die ungefähr dasselbe kostet wie eine Xbox, aber reden wir nicht drüber. Wollt ihr uns unterstützen? Wollt ihr MK eine neue Grafikkarte kaufen? Die PayPal-Informationen finden Sie nicht unten in der Videobeschreibung. Dann tretet jetzt unserem Patreon-Account zu. Ja, haben wir ja noch nicht. Aber das ist so ein Punkt, mit dem, das wollte ich hier sowieso die ganze Zeit schon mal vorschlagen. Hättet ihr Lust, uns zu unterstützen? Weil, ich meine, das ganze Video erstellen und so kostet auch ein bisschen Geld und wir würden gerne auch wesentlich mehr in der Richtung machen. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, ob ihr da überhaupt Interesse dran hättet, weil, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir nehmen es natürlich gerne und es kommt euch ja auch auf alle Fälle wieder zugute. In qualitativeren Inhalten, noch besser recherchierten Sachen und noch mehr Sachen, die MK ausprobieren kann, die er bisher aber nicht konnte. Beispielsweise so einmal quer durch Deutschland alle Messen abklappern. Ja, was ich auch sehr gerne machen würde, ich meine, ihr kennt doch bestimmt Angry Joe, oder? Ja. Der Name sagt nur was. Der macht ja gerne so Reviews und so und dann holt er sich auch immer Zubehör und verkleidet sich und ich finde sowas echt geil, wenn man da so ein bisschen reingeht, so ein bisschen immersiv und so. Ich mein, ja, das machen die ja inzwischen alle, also irgendwie Video Game Nerd. Das kostet aber halt auch Geld, sich sowas zu holen. Stimmt. Und ohne Geld geht es nicht. Ja. Gehen wir weiter. Ja, ein Spiel auf der Messe, was mir wirklich total lame war. Assassin's Creed Origins, whoopidoo. Was habe ich hier stehen? Ist halt Assassin's Creed. .. in Ägypten. Wie, sind wir jetzt schon bei Ubisoft? Nee, immer noch bei Microsoft. Microsoft hat's erst angekündigt. Ja. Hat jetzt mehr RPG-Inhalte. Man kann Waffen finden, Ausrüstung finden. Es gibt jetzt ein Skillsystem. Ja, ich weiß nicht, ob es das Spiel besser macht. Was ich sehr lustig fand, der Presenter, der das ja von Ubisoft da... Es war doch einer von Ubisoft, oder? Der bei denen war. Der hat sich total versprochen und hat gesagt, dass das jetzt für die X-Bong rauskommt. X-Bong? Ja, für die X-Bong. Finde ich gut. X-Bong X. Ja, was ich eine interessante Neuerung an dem Spiel finde, ist, dass du jetzt so einen Vogelbegleiter hast, mit dem du die Landschaft aus der Luft erkunden kannst, ein bisschen deine Schritte planen sollst und so. Ja, das fand ich ganz nett.
Was ich nicht so toll finde, ist, was sie jetzt gemacht haben in puncto Realismus. Ich meine, Assassin's Creed hatte ja immer so ein bisschen den Anspruch, wenigstens so ganz klein wenig glaubwürdig zu sein. Mit den Location Settings und mit den Fähigkeiten, die man so macht. Es war bis jetzt nie ganz so übertrieben. Ich rede jetzt nicht von Sprüngen in Heuballen. Darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber was sie jetzt gezeigt haben, Chief, Assassin's Creed kriegt Vets. Wie Tierärzte? Geil. Nein, VATS, mein Freund. VATS. Ah, siehst du, das habe ich im Ubisoft-Trailer nämlich gar nicht gesehen. Ja, das hast du zum Schluss gesehen, ganz am Ende, wenn der nämlich diesen Pfeil mit dem Bogen schießt und dann in Bullet Time der Pfeil dann diese Kurve auch noch fliegt. Ja, that's by Assassin's Creed. Kommt am 27. Oktober. Ich werde es mir nicht kaufen. Wer das tut, viel Spaß damit. Ich finde bloß lustig, dass es offenbar Gesetz geworden ist, dass jede Spielereihe irgendwann einen Titel haben muss, der Origins heißt. Ja, so ist das halt. Man muss ja wissen, wo es herkommt, ne? Ja, und offenbar gibt es ja nur 5 verschiedene Wörter, die man an einen zweiten Teil anhängen kann. Origins, Revengeance... Ich bin ja für 2. Revelations. 2? Ja. 2? Ja, also bin ich dafür. Den nächsten Teil nennst du dann 3 und nicht Restructuring Revolutions Extreme. Ja, genau. So, das nächste Spiel, was sie gezeigt haben, weiß ich ziemlich, ziemlich wenig drüber, ist PlayerUnknown's Battlegrounds. Das kommt jetzt anscheinend für Konsolen raus und exklusiv für die Xbox. Ich glaube, der Speedy ist ein bisschen mehr im Thema drin. Ich bin ein ganz kleines bisschen mehr im Thema drin, auch wenn ich selbst nicht spiele. Ich verfolge das leidenschaftlich gerne bei Twitch-Streamern. Das Spiel... Kann man sich so vorstellen, das ist ein Battle Royale, das heißt 100 Leute gehen rein, einer kommt raus und kriegt dann ein Chicken Dinner. Das ist wirklich so, der erste Platz kriegt dann so eine Meldung von wegen Winner, Winner, Chicken Dinner. Wer diese Referenz versteht, bitte kommentieren, mal schauen. Auf jeden Fall basierte das Spiel früher auf, bitte haut mich nicht, DayZ oder dieses andere von der Sorte. Hilf mir mal gerade auf die Sprünge, was gab's da alles? DayZ, ja. Left 4 Dead. Zombie U. Ja, auf jeden Fall war das früher eigentlich ein Mod. Die Spieler, also die Mod-Entwickler haben das dann zu einem eigenen Spiel aufgebaut, was dann halt jetzt PlayerUnknown's Battleground ist. Machen wöchentlich Patches mit neuen Sachen, neuen Waffen und ähnliches. Das Spiel punktet dadurch, dass die Fallanimationen, Sprunganimationen und ähnliches alles per Motion Capture gemacht wurden und die jetzt auch nach und nach noch weitere Animationen reinpacken. Die sehen dadurch extrem realistisch aus, weil es reale Sprunganimationen im Prinzip sind, was ein massiver Vorteil von dem Spiel ist. Dadurch macht das Ding es wesentlich glaubwürdiger. Eine der letzten Neuerungen, die ich richtig lustig fand, war, dass es jetzt Bratpfannen in dem Spiel gibt. Boom. Bratpfannen? Bratpfannen in der Form, also wenn du die im Inventar hast und ausgerüstet hast, hängt die so über deiner linken Arschbacke und wenn dich hier eine Kugel genau da trifft, tut die Bratpfanne die abwehren. Bratpfannen muss man benutzen, um sie richtig. Den Leuten über den Kopf zu knallen. Nicht die das Mama. Kannst du auch. Also du kannst die mit der Bratpfanne Leute da schlagen, aber primär ist es eher so ein Hinternschutz, damit du nicht von hinten in den Arsch geschossen bekommst. Das klingt vernünftig. Ja, auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel, kann ich nur empfehlen für diejenigen, die Battle Royale ganz interessant finden. Ich persönlich bin einfach nicht konsequent genug darin zu spielen. Ganz kurz, habe ich das für mich richtig verstanden? Also das ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie wie zum Beispiel in DayZ sich seine Ausrüstung sammelt und dann ein langwieriges Spielerlebnis haben will, sondern man springt da rein, sammelt sich schnell sein Gear zusammen und dann so wie Last Man Standing halt, also bis der Letzte stirbt, so also, keine Ahnung, eine Viertelstunde Spielrunden oder so, jetzt nichts, was einen über Wochen fesselt. Genau, wobei das Spiel es richtig gemein macht. Du hast verschiedene Zonen, in denen du dich bewegen kannst. Also generell bist du auf einer abgeschotteten Insel
am Anfang und dann kommt nach und nach so eine Art, ich kann es nicht besser beschreiben, so eine Art Kraftfeld in Kreisform, zufälligerweise pro Runde jeweils immer kreisig um einen anderen und der zieht sich halt zu. Wenn du außerhalb dieses Kraftfelds bist, kriegst du halt Schaden. Je später es in der Runde, die du spielst, gerade ist, kriegst du mehr Schaden. Kannst aber auch, wenn du schnell genug bist, wieder innerhalb des Kraftfelds gehen, kriegst dann keinen Schaden mehr. Solltest dann aber dein Hackengeld oder wie auch immer man das nennt, geben und möglichst versuchen weiter. Fersengeld, dankeschön. Möglichst versuchen weiter in die Richtung zu gehen, denn alle 2 oder 3 Minuten zieht sich das wieder enger zusammen, um halt die Leute zu zwingen, miteinander zu kämpfen. Ich weiß nicht, Steve, du musst dir mal kurz die Ohren zuhalten. Klingt nach Dressrosa. So ein bisschen. Also One Piece-Fans, die die aktuelle Serie verfolgen, werden jetzt wissen, was ich meine. Klingt nach Dressrosa. Ist das der Typ mit der Federboa? Ja. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Wem Spaß macht, das komplette G ist halt jede Runde zufällig in verschiedenen Häusern und sowas verteilt. Das heißt, wenn man einmal gehofft hat, dass in der Kirche irgendwo ein ganz tolles Magazin dafür ist, was mehr Schuss hat, dann muss man nicht darauf hoffen, dass es bei der nächsten Runde, die man spielt, immer noch da ist. Die Waffen kann man sehr schön erweitern mit entweder größeren Magazinen, Zielfernrohre in verschiedenen Ausstattungen, Kompressoren und ähnliches. Und man kann halt verschiedene Waffen haben. Aber primär geht es darum, sich gegenseitig abzuknallen und nicht abgeknallt zu werden. Und die Bratpfanne nicht vergessen. Oh, ich denke, damit haben wir genug Werbung für dieses Spiel gemacht. Hashtag not sponsored. So ungefähr, ja. Als nächstes Spiel haben sie dann Deep Rock Galactic gezeigt, was aussieht wie Astroneer mit Schießerei. Also ich muss sagen, der Grafikstil ist wirklich 1:1 wie bei Astroneer, was ich so gesehen habe. Nur, dass man jetzt auch Waffen hat und auf irgendwelche Monster ballern kann. Kommt bei Astroneer noch garantiert. Ja, rechne ich eigentlich auch mit, aber ja, ist halt Astroneer mit Waffen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und mit Zwergen, ganz wichtig. Okay, meinetwegen. Weil das Spiel heißt Deep Rock Galactic Danger Darkness Dwarfs. Okay, ich bitte zu verzeihen. Das habe ich in diesem Abfeuern der Trailer, habe ich das nicht mitbekommen. Vielleicht hast du es mitbekommen, aber nur nicht gemerkt. Ja, als nächstes Spiel auf der Uhr... Endzeitstimmung mit Zombies, State of Decay 2. Ja, wenn Zeit da ist, werde ich mir das wahrscheinlich mal angucken. State of Decay war ja schon echt toller Titel. Ich meine, schönes Survival-Game mit Zombies und noch mehr Zombies und viel, viel Blut und Gewalt. Also wie gesagt, wenn ich da irgendwann mal eine Lücke habe, bei meiner 3 Kilometer hohen Pile of Shame wird das wahrscheinlich noch 12 Jahre dauern. Aber ja, ist halt ein Zombie-Survival-Spiel. Mit Zombies? Ja, ich glaube, wir sind auch wieder dabei. Es gibt einfach keine guten Spiele, die ohne Zombies auskommen. Ich habe jetzt gerade Just for Fun mal was gegoogelt. Scheinbar kriegt das Spiel, worüber ich eben gesprochen habe, PlayerUnknown's Battlegrounds, einen PvP-Zombie-Modus. Muss der sein. Muss. Also ein Spiel ohne Zombies ist kein Spiel. Also das ist auch vorher noch nicht spielenswert. Wie zum Beispiel Call of Duty. Die Leute spielen Call of Duty nur wegen dem Zombie-Mode. Den Zombie-Mode? Modus. Ja. Ja, als nächstes Spiel dann The Darwin Project, was ich wirklich sagen muss, hat einen interessanten Grafikstil, ist aber allerdings wieder ein MOBA. Was das Ganze dann bei mir schon wieder ausscheiden lässt. Gut, keiner was dazu zu sagen, das habe ich erwartet. Sehr schön. Ja, unser nächster Punkt auf der Liste fängt mit M an und wird immer Minzkraft geschrieben. Ja, eine riesen Ankündigung von Microsoft, denn Minecraft wird ein riesen Update-Paket bekommen. Alle Konsolenversionen außer die von der PlayStation, denn Sony ist ein blöder Sackrattenwichserverein. Da möchte ich Sony in Schutz nehmen. Nein, da möchte ich Sony nicht in Schutz nehmen. Doch,
denn zumindest diejenigen, die es die Entwickler bei PlayStation, die für PlayStation arbeiten, beziehungsweise die Kontaktpersonen bei PlayStation, sie würden gerne das Feature, was MK gleich erwähnen wird, machen, aber sie haben Angst, dass erstens die Community, also diejenigen, die es spielen, halt durch diesen ganzen Jugendschutzkram und ähnliches, wenn die Communities sich da vermischen, könnte das doch sehr toxisch wirken. Und die Leute, die Sony das Geld in den Hintern schieben, die wollen das auch nicht. Die Spieler vielleicht, wollen's. Vielleicht solltet ihr die Sachen in der richtigen Reihenfolge erzählen. MK sagt, was für ein Feature jetzt kommt. Das ist nicht besonders klar, glaube ich. Ja, Microsoft möchte gerne alle Minecraft-Versionen miteinander vereinen, außer die Java-Version. Das heißt, man kann mit der Switch, mit der Xbox 360, mit der Xbox One, mit seinem Android-Tablet und mit allem, wo die Minecraft-Mobile-Version und Pocket-Version und was weiß ich überall draufläuft, in Zukunft komplett zusammenspielen. Das Ganze wird auf die größte Version upgedatet und alle haben dieselben Assets, die sie benutzen können. Was ich wirklich richtig toll finde. Und ich kann Sony da nicht im Schutz nehmen, weil das sind einfach blöde Ausreden. Von wegen, oh mein Gott, wenn unsere Spieler mit anderen Spielern zusammenspielen, das könnte negativ sein. Ja, dann spielen sie halt nicht mit denen zusammen. Also man kann sich doch immer noch entscheiden, mit wem man zusammenspielt. Jein, also Sony hat da zwangsweise sich, beziehungsweise hat sich da leider Gottes dazu entschieden, im Prinzip den Schwanz einzuziehen und zu sagen, nein, wir riskieren es nicht, wir bleiben erstmal außen vor. Alle anderen Plattformen sind dann halt Crossplay-kompatibel, das heißt, ich könnte bei uns einen Server aufsetzen, der... Da sind wir noch nicht. Ja, aber generell, ist es so geplant, dass beispielsweise Jeef mit seinem iPhone... Nee, Quatsch, geht ja gar nicht. Ich glaube, Minecraft gibt es auf iPhone Minecraft, nicht. Oder? Doch, auf Minecraft gibt es auf iPhone nicht. Auf Android gibt es... Minecraft, das würde mich jetzt wundern, wenn es auf iPhone nicht gäbe. Es gibt doch Minecraft Mobile, oder? Das müsste doch auch auf iPhones laufen. Also nicht auf meinen. Okay, das heißt, wenn Jeef irgendwo im Zug sitzt mit seinem Handy und er hat zu viel Datenvolumen übrig, dass er dann zusammen mit MK, während MK am Rechner sitzt mit der Windows 10-Version, auf einem derselben Welt spielen kann. Oh, der im Bett mit meiner Switch liege. Ja, aber das tun dann ja sowohl Jeef als auch MK mit der beiderseitigen Zustimmung. Es ist ja nicht so, dass ich mit irgendwelchen Pöksen spiele, die meine Mutter eine Bitch nennen oder sowas. Beziehungsweise wenn ich mit solchen Spielern spiele, dann habe ich es mir auch selbst zuzuschreiben, wenn ich mich in ein toxisches Umgebungsfeld begebe. Ja, deswegen, ich finde, das sind einfach billige Ausreden. Ich hoffe, dass Sony da seinen Denkzettel für kriegt. Wenn ich, ja, ist mir auch egal, ich habe keine. Also wir sind aber nicht von Sony gesponsert, nebenher bemerkt. Genau. Das merkt man auch vielleicht ein kleines bisschen. Ja, ich dachte, das wäre nur zur Sicherheit nochmal anmerken. Ja. Nee, was Speedy eben schon angeteasert hat, was in Zukunft auch möglich sein wird, ist, man kann seine eigenen Server in Zukunft aufsetzen. Das heißt, wie bei der Java-Version auch, ist man dann nicht mehr auf die vorgefertigten Realms von Microsoft angewiesen. Was ich einen sehr, sehr schönen Schritt finde, oder? Ja, sie ziehen halt so ein bisschen mehr die Features aus der Java-Version, beziehungsweise die mit der Java-Version einhergingen, weil wir haben die ganze Zeit für unsere Minecraft-Java-Version einen eigenen Server gehabt. Das ging die ganze Zeit für die Windows-Version nicht. Da konnte man nur dann irgendwie auf offiziell Mojang Realms oder wie auch immer das... Nee, Minecraft Realms hieß das, oder heißt das vielmehr, draufgehen und das war's dann auch. Aber so richtigen Multiplayer-Modus... Ja, was auch noch kommt, ist, und ich mag diesen Namen, ich mag ja Mojang in der Namensfindung für ihre Patches, es kommt das Super-Duper-Grafik-Pack. Super-Duper? Das wird 4K-Support nachliefern und Shader. Yep. Das heißt, die Minecraft, das aber glaube ich nur für die Windows 10 Version, weil ich meine auch den, und für die, ich glaube für die Xbox One.
Aber weil auf einer Switch macht das keinen Sinn. Sag, also ich würde jetzt mal einfach annehmen, dass die das generell in den Client reinpatchen und dass es dann halt pro Plattform entweder manuell freigeschaltet werden kann. Das heißt, wenn du ein dickeres Galaxy S8 oder sowas mit Leistung hast, dass du das vielleicht nutzen kannst, wenn du dann nur so ein publiches... mir fällt gerade kein alternatives Handy ein, deswegen gehe ich jetzt mal auf ein S3 oder S4 von Samsung, was wesentlich weniger Leistung hat, dass das Ding das dann einfach nicht hinkriegt oder es einfach nur gnadenlos ruckeln wird. Man könnte meinen, du bist mit Samsung verbunden. Hashtag not sponsored. Richtig. Ja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt und wenn das irgendwie cool sein sollte, würden wir hier vielleicht auch den Weg gehen, in diese Richtung umzustellen von der Java-Version weg und so. Aber es muss sich erstmal zeigen, wie sie das aufbauen. Im Moment ist diese App halt einfach nur noch voll von kaufen, 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 kaufen. In Zukunft soll es da ja auch die Möglichkeit für User-Generated Content geben, was ja im Moment noch nicht der Fall ist. Warten wir einfach mal ab und lassen es auf uns zurollen, würde ich sagen. Den muss man wahrscheinlich auch kaufen. Was? Den User-Generated Content? Den kannst du doch so. Also, ich denke, dass man den so einfach irgendwie reinpacken kann. Das stimmt. Das wäre albern, Geld für Mods zu verlangen, die die Spieler gemacht haben. Spielst du da gerade nochmal auf. Warte mal, was war das? Skyrim? Nein. Kommt später. Ja, was habe ich hier? Absolut awesome, absolut awesome. Sie haben Dragon Ball FighterZ angekündigt. Endlich mal wieder ein schöner, klassischer 2D-Prügler im Dragon Ball-Universum. Und es hat einfach nur awesome ausgesehen, finde ich. Da freue ich mich wirklich drauf. Also so für zwischendurch mal ein bisschen rumgedaddel, wird das echt nice. Ich will keine komische große Story, die irgendwie total abstrus ist. Ich will einfach Piccolo auf die Fresse hauen. Muss ja auch mal sein. Richtig. Ja, dann haben sie Black Desert. Ihr merkt schon, Microsoft hat ziemlich viel gezeigt. Die haben innerhalb von einer Stunde haben die 46 Spiele abgespult. Also, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Haben sie Black Desert gezeigt. Muss sagen, wunderschöne Grafik, wie aber alles bei der Microsoft-Präsentation gut ausgesehen hat. Echt, echt Wahnsinn. Action war echt gut und werde ich mich auf alle Fälle noch mal ein bisschen drüber informieren, weil das hat echt Lust gemacht. So. Ja, als nächstes, was auch echt interessant ausgesehen hat, The Last Night. Das war so Pixel-Look und hat so ein bisschen nach so Beneath Steel Sky mit Cyberpunk und so ausgesehen. Sah mir nach Point-and-Click aus. Das könnte auf alle Fälle echt interessant sein. Ich denke vor allem Jeeve sollte sich das mal angucken, weil ich denke, dass das genau in deine Richtung geht. Wie hieß das? The Last Night, also Nacht, nicht Ritter. Last Night, you gave me my... Ach nee, Moment. Nee, das war an Weihnachten. Ja, dann das nächste Spiel, was sie drauf auf... Oh, ja, ich fange nochmal an. Das nächste Spiel, was sie präsentiert haben, Artful Escape, hat für mich sehr nach Tim Schäfer ausgesehen, muss ich sagen. War ein bisschen arg abgedreht, der Trailer. Könnte auf alle Fälle sehr humorvoll werden. Und behalte ich auf alle Fälle auch im Auge, aber es, also als hätten sie wirklich bei Tim Schäfer kopiert. Vielleicht hat er irgendwie Praktikum da zwischendurch gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Dann als nächstes Spiel, Code Vein, hat für mich irgendwie nach einem Nier Automata-Klon ausgesehen. Ich weiß auch nicht. Wir haben das gezeigt und ich habe mir gedacht, das habe ich doch auch in Nier Automata. Ich
merke schon, ich bin der Einzige, der die Microsoft-Präsentation gesehen hat. Ich habe sie gesehen, aber ich habe mir nicht zu jedem Spiel was aufgeschrieben, weil mich nicht jedes Spiel interessiert hat. Und du guckst mich immer so erwartungsvoll an, ja, sag was. Und ich so, das sind Spiele, die mich nicht interessieren. Ich hätte gerne, dass auch jemand anderes außer mir was erzählt. Ich habe versucht, sie zu sehen, aber nach 9 Minuten Specs zu dieser doofen Xbox Box Ox One habe ich da abgeschaltet. So, aber als nächstes Spiel haben wir was, da können wir alle was zu sagen. Ich sag nur, Sea of Thieves. Oh Mann, ich freue mich so auf dieses Spiel. Das wird so awesome. Dafür brauchst du dann aber auch verdammt viele Freunde, die dann wahnsinnig genug sind, sich mit dir auf einem virtuellen Piratenschiff gegen andere virtuelle Piratenschiffe Da brauchst du keine Freunde für, meldest dich einfach online an und findest irgendwelche Verrückten. Wie, da gibt's keinen Story-Modus für das Spiel? Nein, das ist purer Multiplayer. Okay, ich bin wieder raus. Nee, also da habe ich wirklich richtig Lust drauf und ist auch wieder Anywhere für Box und für Windows 10. Und eins der geilsten Features, die sie ja gezeigt hat, man kann sich selber mit der Kanone abschießen, um zum Beispiel auf die Insel zu kommen oder auf ein anderes Schiff, um dann das Schiff da einzunehmen. Das ist ja so geil. Und wie die dann dabei schreien, so... Und auch ein geniales Gameplay-Feature, wenn du mal mit deinem Piratenschiff vor einer Insel an Land gehst, um da auf Schatzsuche zu gehen, können andere Spieler kommen und dir dein Schiff klauen. Das erinnert mich jetzt wieder an Star Citizen. Ja, erinnere mich nicht daran. Huch. Da bist du, du kämpfst um dein Leben, kommst aus der Station raus und irgendjemand fliegt mit deinem Raumschiff weg. Du denkst dir nur... Typischer Montag. Ja, genau. Ja, dann als nächstes hatten sie Tacoma angekündigt, was Space Survival ist. Hat mich jetzt nicht wirklich gehuckt. Ich weiß nicht, das war nicht so meins. Bei Space Survival zocke ich dann eher EverQuest. Genau, der Nachfolger von Lucky's Tale. In alter Nintendo-Manier. Super Lucky's Tale. Kam ja damals für die Oculus Rift als, ich glaube sogar als Starttitel raus und geht komplett in die Conker, Banjo-Kazooie Plattformer-Riege. Sieht super knuffig aus und bei der Präsentation, es war so verwirrend. Es war so ein bisschen halt alles verdeckt und dann siehst du diesen orangenen Schwanz da durchs Bild huschen und ich dachte mir, nee, ihr kündigt jetzt nicht wirklich einen Conker an. Das macht ihr jetzt nicht, weil das sah aus wie ein Eichhörnchenschwanz. Und dann kommt dieser blöde Fuchs. Für 10 Sekunden hatten sie mich. Nee, du weißt doch, was das letzte Mal passiert ist, dass Conker bei einer Microsoft-Präsentation erschienen ist. Also sei froh. Ja, stimmt. Dann macht euch euer Spiel doch selber. Eine verschwendete IP. Ja. Naja, wer weiß, ob da nicht nochmal irgendwann was kommt. Auf alle Fälle, ich denke mal, dank Yooka-Laylee werden wir auch in Zukunft mehr Plattformer sehen, weil es scheint ja irgendwie, die Entwickler scheinen ja begriffen zu haben, dass das funktionieren kann. Naja, wenn man auf der Legacy eines bereits sehr beliebten Spiels aufbaut, ja. Es müsste halt noch die Frage beantwortet werden, was passiert, wenn man das nicht tut. Kennst du Lucky's Tale? Bis jetzt noch nicht. Siehst du? Aber es scheint ja bereits existiert zu haben, vorher. Ja, aber du kennst es nicht. Das ist das, was passiert. Nein, ich meine ja nur, also ich meine... Yooka-Laylee ist ein guter Anfang, aber Yooka-Laylee ist ja vor allen Dingen deshalb so beliebt und berühmt gewesen, weil sich die Entwickler auf die Berühmtheit von Banjo-Kazooie verlassen konnten. Was ist Banjo-Kazooie? Mäh. Also ich mag dieses Chamäleon und die Fledermaus. Ich habe mir das nur gekauft, weil da eine Fledermaus drin ist. Ich verstehe. Ja, und weil ich Chamäleons mag. Ja, ist das überhaupt ein Chamäleon? Sie guckt immer mit beiden Augen in die gleiche Richtung. Es ist ein Chamäleon. Oder eher. Kann sich auch, zwischendurch die Farbe wechseln und unsichtbar machen und so. Das konnte Michael Jackson auch. Ja, aber nur einmal. Unsichtbar ist er ziemlich lange geblieben.
Ja, der nächste Punkt in der Microsoft-Präsentation war Cuphead. Und das sieht ja wirklich immer noch echt gut aus und kommt jetzt endlich am 29.09. raus. Ich bin ja wirklich echt gehypt auf das Spiel. Der Grafikstil ist mal so was anderes, so frisch. Ja, es wird irgendwie ein reiner Boss-Rush werden, so wie das aussieht. Also auch richtig knackeschwer die ganze Zeit. Ich finde den Animationsstil so toll wie damals diese ganzen Mickey Mouse. Und ja, so 20er, 30er Jahre Comic-Stil halt. Das ist mal was ganz anderes. Sowas macht halt bis jetzt einfach keiner. Und alle schön am Swingen. So hin und da her am... Ich glaube, da habe ich vor einem Jahr oder länger ist das noch her, habe ich schon die ersten Animationen davon gesehen. Weil genau. Das Ganze sieht ja wirklich aus wie so ein Drogentraum oder sowas. Kommt also dieser Animationsstil ist ja hervorragend geeignet. Dieser Animationsstil ist ja hervorragend geeignet, wirklich, um zu verstören und Entsetzliches darzustellen. Ja, ich bin echt gespannt drauf. Lange hat es ja bis jetzt auf sich warten lassen, aber jetzt scheint es dann wirklich in 3 Monaten soweit zu sein. Und wirklich eins der wenigen Spiele in diesem Jahr, die vor Oktober rauskommen. Ich glaube, in diesem Jahr kommen 38 Milliarden Spiele im Oktober raus. Ich habe ja im Nachgang immer mal noch so ein bisschen bei Gronkh in den Livestream reingeguckt und der hat nur noch auf dem Boden gelegen und geweint mit dem Kommentar, wann das denn alles trocken? South Park. Das glaube ich noch nicht. South Park glaube ich erst dran, wenn das hier wirklich raus ist, weil das wird nochmal auf 2018 verschoben. Ich sag dir das. Ist mit South Park 1 genauso gewesen. Die haben das 3-mal verschoben wegen irgendwelcher. Und jetzt kommt ja noch diese ganzen, dass das wahrscheinlich jetzt auch noch zensiert werden muss hier für den europäischen Markt und so. Das verschiebt die ganze Geschichte nochmal nach hinten. Ich glaub, MK, wie kann man denn so pessimistisch sein? Wenn ein Trailer da ist, dann kommt das Spiel bestimmt auch. Ja, glaube ich fest dran. Aber halt nicht mehr dieses Jahr. Okay, da gab's schon mal, also ein Titel, der bei uns auch noch auf der Liste steht, den wir bald noch in der Präsentation ankündigen, da gab's ja vor mehreren Jahren schon mal einen Trailer und... Ja, das kommt aber in einer Stunde oder so. Das nächste Spiel, was sie gezeigt haben, war Crackdown 3 und es war ja vor der Präsentation so ein kleiner Geheimtipp, weil... Unendliche Zerstörung und alles Mögliche sollte möglich sein und dann ging's los und Terry Crews war zu sehen und es war einfach total awesome und dann haben sie ins Spiel rübergeschnitten und es war scheiße. Also wirklich nichts von dem, was sie angekündigt haben, wurde gezeigt. Die Zerstörungsphysik ist, so wie es aussieht, nicht vorhanden. Ich würde sagen, klassischer Fail. Gamer wollen Sachen immer kaputt machen. Aber Terry Crews hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich mag den Mann ja. Das ist ja wirklich echt, echt lustiger. Ja, aber konnte man Terry Crews zerstören? Du kannst Terry Crews nicht zerstören. Außer The Rock, der könnte das vielleicht machen. Dann hatten sie so eine Mini-Übersicht gezeigt mit 20 Fantastilliarden Spielen drin. Alle so für ein paar Sekunden. Was ich ziemlich interessant fand, war Observer. Das werde ich mir so ein bisschen angucken. Das sah so. Oh, ja, das hatte sowas von System Shock. Und da stehe ich ja drauf. Muss ich mal ein bisschen zu recherchieren. Werde ich mir mal raussuchen. Aber Observer, nur damit ihr schon mal gehört habt, guckt euch das mal an. Observer werde ich mir mal angucken. Finde ich gut. Ja. Dann als nächstes in der Präsentation war Ashen. Ja, das war Dark Souls mit einem Grafikstil von Return. Also das Telltale Monkey Island. Und ich finde, das passt überhaupt nicht zusammen. Dann hatten sie, da freue ich mich drauf, habe ich noch nicht vorbestellt, werde ich aber auf alle Fälle tun, Life is Strange Before, mach du mal, ich muss gerade mal. Before the Storm. Ich wollte gerade sagen, den Namen kann ich mir aber nicht merken.
Nee, Life is Strange Before the Storm ist ein Prequel zu der ganzen Geschichte von Life is Strange. Und ich meine, Square Enix hat ja mit Life is Strange schon gezeigt, dass das einfach eine absolut solide Geschichte ist, mit der man viel Spaß haben kann. Und ich denke, dass die drei Kapitel sind gekauft. Wobei sich einige Fans da schon aufgeregt haben durch diesen wunderschönen Streik, den es da in Amerika gab, wo die Synchronsprecher und die Schauspieler und sowas gestreikt haben für bessere Bedingungen. Darunter war leider auch die Synchronstimme von der Rachel? Ja. Chloe. Chloe, Entschuldigung. Und die Stimme mussten sie dann ändern und das hat man schon im Trailer gemerkt, dass das eine andere Stimme ist. Ja, muss man mal schauen. Ja, ist jetzt für mich aber kein Grund zum Ausrasten. Ich denke, die kriegen das schon gut hin. Ich meine, man hat es ja bei Tomb Raider gesehen, dass man auch einfach mal so vom einen Teil auf den anderen die Stimme wechseln kann, ohne dass es irgendeiner großartig mitbekommt. Die sind halt einfach gut beim Casting. Also, ja, Spiel, das ich mir bereits vorbestellt habe, wo ich mich wie Bolle drauf freue, Middle-Earth Shadow of War. Oder wie teleportiere ich mich zwischen drei Gegnern hin und her und kotze alle anderen Gegner an? Oh, es wird so awesome. Ich freue mich ja so auf die Erweiterung im Nemesis-System, dass du jetzt deine eigene Ork-Armee zusammenbauen kannst und Burgen stürmen kannst und das Ganze ein bisschen taktisch planen kannst. Und oh mein Gott, die Charaktere sind wieder so genial geskriptet. Das ist so nice. Man hat ja den, wie hieß er? Bass? Nee, Wir brauchen Bass! Bass! Sorry. Ja, nee, das war so ein Ogre war das und der war, oder, nee, Bruce, genau, Bruce hieß er mit 3Z. Bruce, der Ogre. So genial. Also ich meine, gut, das haben sie jetzt hier für die Messe geskriptet, aber davon wird es noch mehr in dem Spiel geben. So genialer Humor. Schaut euch mal den Trailer dazu an, der ist einfach grandios. So, dann kriegt das beste Plattformerspiel der letzten 3 Jahre, glaube ich, kriegt endlich seinen Nachfolger. Denn Ori and the Will of the Wisps wird rauskommen, was ja der Nachfolger dann von Ori and the Blind Forest ist. So ein sackschweres, aber doch gutes Plattformerspiel. Mit super geiler Atmosphäre. Die Präsentation hat ja schon echt genial angefangen, wo sie da das Klavier stehen hatten und der dann live das Thema angespielt hat. Das hat richtig Gänsehaut auf dem Arm, hatte ich. Also wirklich wunderschöne Atmosphäre haben sie erzeugt. Und also es war richtig traurig. Ja, die Grafik bleibt in etwa dasselbe, aber die Atmosphäre wird genauso geil sein wie vorher. Ja, da freue ich mich schon wirklich drauf. Das ist wirklich. Also ich habe Ori and the Blind Forest nicht durch, es war mir zu schwer, aber das Spiel ist gut. Ja, dann eine Riesenüberraschung für alle Anwesenden im Saal, denn Microsoft hat angekündigt, dass es jetzt eine Xbox Backport-Kompatibilität geben wird. Das heißt, Xbox 1-Spiele auf der Xbox One. Und wenn alles gut läuft, auch für Windows 10. Da freue ich mich ja tierisch drauf, wenn sie das komplette Compatibility-Programm auf Windows 10 machen, weil Xbox 360-Spiele am PC zocken, da hätte ich wirklich Lust drauf, weil da habe ich nämlich so ein paar Titel, weil das regt mich nämlich echt auf, dass das Inhouse-Streaming nicht auf der 360 geht, sondern dass das erst ab der Xbox One geht. Sollte ja eigentlich auch kein großes Problem sein. Nee, nicht wirklich, gell? Es gibt schon genug Emulatoren da draußen, mit denen ich das illegal machen könnte, aber das macht man ja halt nicht, weil... Was? Du kennst dich in der Szene aus? Nein. Ich hab das schon mal gehört. Hacking, Format C Doppelpunkt. Ja, dann haben sie Info rausgehauen. Am 7. November wird dann die XBOX herauskommen für $499. Finde ich ganz ordentlichen Preis. Also für die Hardware, die sie da reingesteckt haben, ist das okay. Ich hätte jetzt eigentlich mit 6,99 gerechnet, muss ich sagen. Da war ich dann doch slightly überrascht. In
England kommt das Ganze für 550 Pfund raus, glaube ich. Und wir bei uns hier kriegen es dann auch für 499 Euro. Wenn ich die Preise die letzten Tage richtig verfolgt habe, was sie so zusammengerechnet haben. Und das finde ich okay. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich denke, sie würden es auch gestatten, wenn du ihnen mehr Geld gibst. Ja, ich denke auch, aber ich finde das okay. Jo, und dann sind wir endlich bei Anthem. Wow, absolut geil, wie das aussieht. Man hat Exosuits, sogenannte Javelins, wie sie die nennen. Mit denen kann man fliegen, schwimmen, rumlaufen, boosten, dashen, alles Mögliche. Die Grafik ist absolut beeindruckend. Und was ich mich frage ist, ob die das wirklich fürs finale Spiel halten können, was sie da versprochen haben. Es sieht aus wie, ja, wie das, was Destiny am Anfang versprochen hat. Und mit einer BioWare-Geschichte, wobei man ja sagen muss, da gibt es ja auch sehr viel Licht und Schatten im BioWare-Universum. Also es gibt ja gute Sachen wie Knights of the Old Republic, was ja absolut geniales Storytelling von denen ist. Knights of the Old Republic. Möchtest du was dazu sagen? Nö, ich liebe es. Fantastisch. Sehr gut. Ich dachte schon, wir zwei müssten unsere Freundschaft jetzt beenden. Nee, um Gottes Willen. Ich bin nur froh, dass sie da nie ein Online-Rollenspiel draus gemacht haben. Ich find's Widow auch ganz nett. Ah, ba. Ja, nee, es ist kein Meilenstein, aber es ist ganz nett. Nee, Anthem habe ich auch gesehen. Ich weiß bloß gar nicht mehr, worum geht es eigentlich in dem Spiel. Ich meine, mit Jetpacks ist ja rumfliegen ist ja schön und gut. Und ich bin tatsächlich überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis einer ein anständiges Jetpack-Spiel programmiert. Weil eigentlich ist die Idee ja recht cool. Aber worum ging's eigentlich? Nee, gut, das haben sie ja jetzt noch nicht ganz so ausgerückt. Ich meine, da werden sie auch noch ein bisschen mit warten. Aber es geht erstmal darum, du lebst da in der Zukunft, in dieser, es ist halt so eine kleine dystopische Welt. Wo außenrum überall Monster sind und die Umwelt hat sich ihre Sachen zurückgeholt, so sah das aus. Ja, und du musst dich da halt durchschlagen für deine Gemeinschaft und irgendwelche Missionen erfüllen, Raids machen, was weiß ich. Aber es sah schon mal ganz vielversprechender aus. Unter Wasser mit dem Jetpack fliegen, yay! Ja, sag ich ja. Dass bis jetzt noch keiner auf die Idee gekommen ist. Ja, generell Jetpacks gibt es ja in Spielen nur selten. Also das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ist der Jetpack Power Rüstung Mod für Fallout 4. Und der ist eigentlich der Rede wert. Ich hab den. Ich habe aber keine Rüstung, die ich aktiv benutze, wo ich das dran bauen könnte. Ja, aber das ist ja auch kein richtiges Jetpack. Richtigen Jetpack fliegst du in die Luft und machst... Das ist nur so ein, Jump-Pack, oder? Und dann... da. Also das sind die exakten Geräusche, die Jetpacks machen. Ja, aber das ist nur so ein Jump-Pack in Fallout 4, gell? Du kannst halt so ein paar Meter springen. Ja, ich weiß, deswegen sag ich ja. Das ist nee, ich frage, weil ich hab das Ding bis jetzt nicht ausprobiert. Ich hab das, ich hab aber keine Rüstung, wo ich dran bauen kann. Oh, ich glaube, damit springst du nur so ein Stück weit. Ja, und es braucht wahrscheinlich wieder so eine halbe Akkuladung. Ja, die ganzen Fusionskerne, die findet man so selten. Ja, und wo wir gerade bei Fallout 4 sind, wir sind durch die Microsoft-Konferenz und kommen dann zu einem unserer Lieblingsspielehersteller, der mich in diesem Jahr zumindest absolut enttäuscht hat. Nintendo? Nein, Bethesda. Aber die hatten Bethesda Land. Bethesda ja, Land. Ich habe in Bethesda Land sehr die Bug-Abteilung vermisst, muss ich sagen. Oder ja, die war wahrscheinlich verbuggt, ist unterwegs stehen geblieben. Wahrscheinlich. Oder schwebte abseits der Karte. Nee, aber absolut uninspirierte Präsentation, keinerlei Überraschung und eine absolut lahme Trailer-Vorschau. Keine Show, kein Gerede dazwischen, gar nichts. Am Anfang die kleinen Kinder gezeigt. Was macht dein Papa bei Bethesda? Ich weiß es nicht. Oh Mann, es war so schrecklich. 5 Minuten lang. Ja, das musste wirklich nicht sein. Also das hätten sie. Das hätten sie so 10 Kinder hintereinander weg oder so, dann wäre das lustig gewesen. Aber das hörte ja echt nicht auf.
Das ist aber echt schlimm. Aber wahrscheinlich will Bethesda damit zeigen, dass sie familienfreundlich sind. Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. Also erst kamen die kleinen Kinder und dann kam das von dir angesprochene Bethesda-Land, was ich ja eine echt schöne Idee fand mit diesen Comic-Sequenzen zwischendurch, aber sowas macht man doch nicht auf einer großen Präsentation, mal ganz ehrlich. Ja, zumal auch das ein bisschen lasch war. Also irgendwie haben ja Dinge gewackelt, also wie bei so einer schlechten Flash-Animation. Aber was mich vorher noch irritiert hat, ich glaube zwischen den plappernden Kindern und Bethesda Land kam ja so ein kurzer Film, wo so ganz viele Bethesda-Spiele zusammengeschnitten waren. Glaube ich. Oder nee, das kam direkt nach Bethesda Land. Das habe ich nämlich hier stehen, so Vorstellungen, was haben wir so gemacht. Okay. Genau. So fahre denn fort, Chronist. Genau, habe ich ja gerade gesagt. Dann kam eine Vorstellung, was wir so gemacht haben, was Bethesda-Spiele sind. Jo. Nichts, was man nicht kennt, ne? Nee, das nicht, aber ich fand den Film ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, weil ich den Eindruck hatte, dass er fast nur aus Ballerszenen bestand. Ja, in letzter Zeit schon, gell? Hat ja danach auch direkt mit Ballerei angefangen, indem sie jetzt ihre großartigen VR-Titel gezeigt haben, wo ich doch sagen muss, das würde ich mir doch sehr gerne angucken. Stimmt, all diese neuen, originellen Titel. Doom und Fallout 4 in VR. Ja, also zocken würde ich das auf alle Fälle. Vor allen Dingen Fallout 4 in VR. Das Bauen muss dadurch erheblich einfacher werden. Einfacher? Ja, weil du direkt ja mit dem Controller jetzt genau punktgenau sagen kannst, wo du Sachen hinbauen möchtest. Das heißt, du kannst punktgenau die Sachen an einen Punkt setzen, wo dir deine Computer sagt, nee, kann ich aus irgendeinem Grund da nicht bauen. Na, das kannst du ja ausmachen. Das kannst du ja auch in Fallout 4 ausmachen im normalen Baumodus, dass dir das Ding was sagt. Wie ausmachen? Du kannst den Assistenten ausschalten beim Bauen. Nein, ich meine, dass ich etwas irgendwo hinbauen kann, bauen will, eine Wand oder so, und ich kann die dann einfach nicht dahin bauen. Weil irgendein Pixel im Weg ist oder so, das meine ich. Gut, das werden wir dann sehen, wie sich das... Aber es sah auf alle Fälle schon mal echt interessant aus. So, das nächste, was sie dann gezeigt haben, wo ich mich echt drüber wundere, dass du dich da nicht mehr drüber freust, ist der Elder Scrolls Online Morrowind-Trailer. Weil das wirklich... Also es sieht aus wie Morrowind. Also für mich nicht. Also das ist jetzt eine Feeling-Sache. Da kann man nicht festlegen, was richtig ist und was nicht. Aber erstmal bin ich ja von Elder Scrolls Online sowieso schon mal nicht so begeistert. Und ja... Morrowind... Das Problem ist wahrscheinlich, dass es, damit sich etwas für mich wie Morrowind anfühlt, braucht es mehr als einfach nur große Pilze. Weißt du, bedenke, Morrowind, das war im Grunde genommen das erste große Computerspiel, das ich gespielt habe. Und das ganze Feeling da, du bist in diesem praktisch komplett leeren Land unterwegs. Im Grunde genommen, technisch betrachtet, ist Morrowind stinklangweilig. Also du läufst durch eine Wüste und hast 20 Minuten lang nichts zu tun und dann kommt vielleicht ein Monster. Aber das ist unter anderem das, was ich unter Morrowind-Feeling verstehe. Also Stille, Einöden, Platz zum Nachdenken, solche Sachen. Und also jetzt weiß ich, warum dir Fallout so gut gefällt. Naja, wie man es nimmt. In Fallout 4 ist ja auch überall ganz schön was los. Aber Fallout 3 gefiel mir sehr gut in der Hinsicht. Ja. War ja auch alles relativ still. Und dann, wenn ich so einen Trailer sehe und großer Bär und Leute, die Feuer schießen und oh nein, ein Centurion, also das ist für mich nicht Morrowind. Das geht aber tiefer als einfach nur das Design. Also es mag aussehen wie Morrowind, wobei auch das nicht der Fall ist, ehrlich gesagt, weil also damals das Spiel, das war ja doch ziemlich braun und verwaschen und öde, ehrlich gesagt. Aber das macht wie gesagt, Morrowind. Das ist mal ein interessanter Blickwinkel. Ja, aber also bei mir, mich nach der Meinung zu solchen Sachen zu fragen, ist sowieso bedeutungslos, weil ich halt Elder Scrolls Online auch nicht spiele. Also ich habe es ja ausprobiert damals in der Beta und ist nichts für mich. Gut, so. Wenn hingegen das nächste Elder Scrolls Spiel im Morrowind spielen würde, das würde ich... Das wird nicht passieren. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber Blackmarsh. Was ich ja so lustig finde... Was ich ja so lustig finde, ist, wie sie alle im Moment nach Skyrim 2 schreien. Und ich kann dir auf alle Fälle versprechen, das nächste Spiel im Elder Scrolls-Universum wird weder Skyrim heißen, noch eine 2 im Titel tragen.
Ja, den Fehler habe ich aber auch gemacht. Als nämlich Oblivion rauskam, habe ich eine ganze Weile lang gesagt, das ist Morrowind 2. Ja, aber so wie wir Bethesda kennen, wird das niemals passieren. Habe ich kein Problem mit. Sollen ruhig neue Gegenden erkunden. Bin ich spannend. Hätte ich absolut nichts dagegen. Ich würde ja zu gerne mal irgendwie bei den Khajiit rumtreiben oder so. Ja, elsewhere. Ah, das wäre toll. Oder halt, wie gesagt, Blackmarsh. Das ist das, wo die Argonia herkommen. Khajiit nicht böse. Du nicht verarschen, Khajiit. Du nicht Clown Kerze. Nee, das war was anderes. Nee, das ist leicht das andere Universum. Ich glaube, wir quatschen uns irgendwie fest. Ja, weil als nächstes kommt so ein blödes Thema. Bethesda hat angekündigt, einen Creation Club zu gründen, in dem es offizielle Mods von Drittanbietern geben wird. Natürlich gegen einen entsprechenden Obolus. Und ja, sie werden gerade dafür in der Landschaft zerrissen. Sie machen immer wieder den Fehler. Ich meine, erst haben sie Valve überzeugt, dass man für Mods bezahlen darf, dann ist Valve zerrissen worden, dann haben sie es wieder rausgemacht. Und jetzt machen sie es in ihr eigenes System, werden wieder zerrissen. Das ist aber auch merkwürdig. Also ich meine, versetzt euch doch mal in die Position dieser Entwickler. Wir sitzen da und sagen, wir nehmen etwas, das kostenlos ist und verlangen Geld dafür. Und dann kommt dieses ganze negative Feedback. Das ist komplett unerklärlich. Ich kann ja nachvollziehen, dass wenn man irgendwie was Offizielles fürs Spiel baut und dass man das dann testet und dafür garantiert, dass das auch 100% kompatibel mit seinen Spielen ist, dass man halt dafür was machen muss, dass das halt auch Geld kostet. Aber ich meine, Jungs, mittlerweile, ihr verdient so viel Schotter mit eurem Zeug, da kann man doch auch mal ein bisschen was. Aber gut, ich meine, man hat ja noch keine Kosten bekannt. Ich meine, hinterher sind das irgendwelche 99 Cent Sachen und wir machen jetzt hier einen Aufstand, als wären das 25 Euro. Ich denke, das wird man auf sich zukommen lassen müssen. Ja, aber was waren die Bemerkungen gerade eben von wegen die Garantie, dass das gut läuft? Seit wann laufen Bethesda Spiele denn nicht gut? Was sind diese Unterstellungen? Ich kann das jetzt nicht weiter kommentieren. Ja, als nächstes Spiel, das mich wirklich überhaupt nicht interessiert, The Elder Scrolls Legends. Wuhu, noch ein Kartenspiel. Ich habe nie verstanden, das Prinzip, Kartenspiele am Computer zu spielen. Also außer du hast sowas wie Hand of Fate, wo es dann noch tatsächlich andere Elemente gibt, die man nicht auf dem Schreibtisch nachspielen könnte. Aber ein reines Kartenspiel auf dem Computer? Hab ich nie begriffen. Ja, ich meine, Hearthstone und so macht Spaß, aber ich meine, jetzt haben sie alle ein Kartenspiel. Es gibt ein Witcher-Kartenspiel, es gibt Hearthstone, es gibt... Ach, man, Tod und Teufel, jeder hat ein Kartenspiel. Ja, dann kommt auch noch Fable Legends, heißt das Fable Legends oder Fable Hero? Keine Ahnung. Kommt auch noch ein Kartenspiel und alle machen so ein Kartenspiel mit ihren Figuren. Hauptsache Booster-Packs verkaufen, denn man hat ja noch nicht genug Geld verdient. Bei Magic funktioniert's. Ja, apropos, genug Geld verdient, wo wir jetzt zum nächsten Punkt kommen. Skyrim für die Switch, wuhu! Yay, aber das wussten wir ja schon. Das fünfte oder sechste Release, wie oft ist das jetzt schon rausgekommen? Ja, das ist doch egal, Skyrim für die Switch. Ich hab's vorbestellt, ich freue mich drauf, weil mit Bewegungssteuerung zocken, das wird wirklich echt genial. Vorm Fernseher rumstehen und wild mit dem Schwert rumfuchteln, das ist genau das, was ich in Skyrim schon immer machen wollte. Ja, ist witzig eigentlich. Das ganze Steuerungskonzept von Skyrim, dass du die eine Hand mit der einen Maustaste und die andere Hand mit der anderen Maustaste steuerst, ist im Grunde genommen für die Switch perfekt geeignet. Lange bevor es die Switch gab. Ist perfekt. Die haben das ja auch damals schon. Also es gibt ja so ein paar Mods, die das für... Oh, wie hieß dieser Controller nochmal, der damals für die Orgulus so benutzt worden ist? Oh Gott, da fragst du mich was. Oh, Herbert. Ich weiß es nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Nee, Detlef. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, da haben sie das ja schon mal so ein bisschen irgendwie mit reingemoddet. Aber das hat ja alles nicht ganz so funktioniert. Aber da freue ich mich drauf. Da wird meine Switch ordentlich zu tun bekommen. Da wird der Lüfter rauchen. Ja, dann als nächstes Spiel auf dieser wundervollen Präsentation Dishonored, Death of the Outsider, Add-on für Dishonored 2. Und ja, ich hätte gerne mehr aus dem Universum. Ist
kann man eigentlich nicht genug kriegen. Ist total abgedrehte Story, ich mag's. Bin ich dabei. Ich wundere mich, dass das so lange gedauert hat, bis es DLCs für dieses Spiel gab. Oder hat es länger gedauert als üblich? Kam mir recht lang vor. Ist vielleicht ein Ticken länger, aber ist eigentlich okay. Ja, dann! Ja, dann hatten wir ja auch schon bei uns die Beta auf dem Channel Quake Champions, wo ich sagen muss, es tut mir leid, ich bin für solche schnellen Shooter zu alt. Aber ich fand die Präsentation so toll, um Gottes Willen. Also, so in puncto unfreiwillig komisch, ey. Diese ganzen jungen Leute da. Wir wissen, ihr seid stark. Und ihr wollt die Besten sein. Und ihr wollt euch mit den Besten messen. Deshalb könnt ihr jetzt ein Computerspiel gegen andere spielen. Ey. Das fand ich bei dem Kartenspiel so toll. Es war ziemlich viel Fremdschämen dabei. Ja, aber ernsthaft. Also man kann es auch übertreiben. Und man kann auch das Übertreiben, Bethesda. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wer da die PR-Sachen geplant hat und gesagt hat, hier macht das so, das kommt bestimmt gut, ne? Ich glaube, der muss sich jetzt einen neuen Job suchen. Ich meine, ich habe Quake mal gespielt, ich stimme dir auf jeden Fall zu, das ist kein Spiel für alte Säcke wie uns, also dafür ist es einfach zu schnell. Aber ich würde ja auch sagen, das nimmt sich ja auch selbst nicht ernst, dieses Spiel, also... Nee, auf keinsten, aber das hat Quake 3 Arena damals ja schon nicht gemacht. Ja. Also rein vom Feeling her kommt Quake Champions sehr nah an Quake 3 Arena dran. Also das kann ich wirklich sagen. Wer mal sehen will, wie ich versage, wir haben hier ein Video auf dem Channel. Ich bin zu alt dafür. Ich habe einfach wirklich überhaupt nicht mehr die Reaktionsfertigkeit. Ich meine, wenn ich mir das angucke, wie die da rumspringen und so. Alter! Davon bin ich ja heute so weit entfernt. Oh mein Gott, ich bin alt! Ja, für solche Team-Shooter braucht, also, wir sind da mehr so die Klasse von wegen, oh, ich werde beschossen. Die Kugeln in meinem Körper schlagen alle auf dieser Seite ein. Das heißt, ich sollte mich in diese Richtung umdrehen. Aha! Zeit für die Gegenmaßnahmen. Ja, leider. Quake ist ja mehr, ich gehe mal durch diese Tür. Nee, Quake ist... Du gehst nicht durch Türen. Du bist einfach tot. Das stimmt. Die ganze Zeit. Noch mehr Tote gab's dann in The Evil Within 2, wo ich sagen muss... Shinji Mikami, Evil Within war jetzt... Es war okay, aber es war jetzt nicht der Horror-Knaller, den er uns versprochen hatte. Und bei Evil Within 2, da bin ich wirklich erstmal vorsichtig. Der Trailer sah ja psychisch ziemlich fertig und durch aus. Und, ich weiß nicht, ob ich mir das antun werde. Ja, wobei, was mich ein bisschen gewundert hat, die ganzen cinematischen Elemente waren wirklich so psychisch und tiefsinnig mit dem weißen Schleim da, wo Krähen drin versunken sind und so. Aber was man dann an Gameplay gesehen hat, hatte damit irgendwie überhaupt nichts zu tun. Also ja, da frage ich mich jetzt ernsthaft, ist dieses Spiel tatsächlich so? Oder ist das alles nur pseudo-tiefsinniger Bullshit, den sie nehmen zum Präsentieren? Genau das ist es ja, was ich befürchte, weil der erste war nämlich genauso. Da haben sie einem nämlich genau dieses tiefgründige und und Angst und das Gruseligste, was du je gesehen hast. Und dann war es doch nur Rumgeballer. Ah nee, das brauche ich nicht. Da war ich schon bei Bioshock Infinite enttäuscht genug. Da bin ich... Wie bitte? Ich liebe das Spiel, versteh mich nicht falsch. Aber da ist mir viel zu viel Geballer drin. Und wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Geballer das ist, weiß ich nicht, ob ich es gespielt hätte. Bioshock ist doch nur Geballer. Egal, ob du 1, 2 oder 3 spielst. Ja, aber in Infinite... Egal, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, okay. Dann als letztes Spiel in der PK hatten sie dann Wolfenstein 2 The New Colossus, wo ich sagen muss, da kann es mir nicht genug Geballer sein. Am Anfang, es war so großartig mit der 50er-Jahre-Liesel. Das war so genial. Das war klasse, ja. Das war wirklich großartig. Das war wirklich das Einzige an der ganzen Pressekonferenz, wo ich wirklich Spaß dran hatte. Wobei mir der Trailer irgendwie merkwürdig vorkam. Der war so seltsam geschnitten. Oder bilde ich mir das ein? Also das fing an mit diesen relativ witzigen... Film, also möchte gern Filmaufnahmen aus Nazi-Amerika
Und dann Dialogszenen und dann Action-Szenen und Ja, es war ein bisschen merkwürdig geschnitten. Aber wo wir dann gerade bei der Story sind, die Nazis haben Amerika übernommen und BJ Blazkowicz ist zurück und muss sie aus Amerika vertreiben. Und es hat für mich alles ziemlich nach The Man in the High Castle ausgesehen, muss ich sagen. Aber muss ja nicht schlecht sein. Wenn sie das gut machen, aber was mich wirklich genervt hat, ist, boah, das war ein echt langatmiger Trailer, der war ja ewig lang. Ja, wahrscheinlich kommt er uns auch deshalb so seltsam geschnitten vor, weil so viel Zeug drin war, das praktisch nicht miteinander verknüpft worden ist. Ja, also ich weiß nicht, die Pressekonferenz hat mir wirklich gar nicht gefallen. Sie war, wie gesagt, total uninspirierte Zusammenreihung von irgendwelchen Trailern zwischendurch durch diese Comic-Snippets von Bethesda Land abgekürzt. Und also, das kann man besser machen. Aber hier, MK, du musst mir mal was erklären. Mir als jemanden, der sich mit Wolfenstein überhaupt nicht auskennt. Du spielst doch diesen Blaschowitsch und der hält doch die Nazis am Ende jedes Spiels auf, oder? Ja, stückweise. Ja, ich wollte gerade fragen, warum tut er das, wenn sie im nächsten Spiel eigentlich doch immer noch mehr von der Welt erobert haben? Ich meine, ist ja irgendwas anscheinend passiert seit dem letzten Mal. Und was da passiert ist, das gilt es ja herauszufinden. Ich finde, er macht das nicht gut mit dem Nazis aufhalten. Also ich meine, Nazis aufhalten ist grundsätzlich eine gute Sache. Nazis verprügeln, erst recht in Anbetracht der derzeitigen politischen Situation. Aber ich finde, er muss wirklich, also ein bisschen... Also mindestens 20% mehr Nazis verbrüht. Naja, warten wir mal ab. Vielleicht verbrüht er ja in diesem Spiel sogar 30% mehr. Aber man hat ja schon gesehen, rein so von der Story her, du wachst halt einfach irgendwo auf und denkst dir, was ist passiert? Ich hab doch eben erst noch den Obermotz umgebracht. So, wo bin ich hier? Und dann, ja, Blazkowicz, es tut mir leid. Du warst jetzt 45 Jahre im Koma und leider haben die Nazis doch Amerika. Du warst 45 Jahre lang im Koma und deine Frau ist schwanger. Von dir. Aber man muss ja echt sagen, also für eine Spielereihe, die früher ja wirklich nur laufe durch ein Schloss und töte Pixel-Nazis war, hat sich Wolfenstein ganz schön gemausert. Ja, muss ich wirklich sagen. Also, allein, dass es eine Story hat. Bin ich nicht abgeneigt. Also es macht auch echt Spaß. Ich meine, die Story ist wirklich echt Banane, aber die wollen ja wirklich gar nicht eine ernste Story machen. Uff. Nazis verprügeln ist immer so. Ja. Gut. Gab's da nicht noch so eine kleine Kontroverse, dass die jetzt in dem Spiel den KKK mit einbauen und andere Spiele so mit der Zensur richtig zu hadern haben? Stimmt, ein KKK-Mitglied ist da auf der Straße. Ich hab mit 10 gesehen, ja. Aber ich meine, das macht ja Sinn, perverserweise. Vielleicht kann man die auch verprügeln. Wahrscheinlich. Ein Spiel, wo man den Ku Klux Klan zusammenschlagen kann. Warum hat das noch keiner gemacht? Käme wahrscheinlich nicht gut in Amerika. Die, Mafia? In Mafia der KKK würde ihn so nicht klauen. In Mafia kaufen. 3 kannst du Ku Klux Klan verprügeln. Und du spielst auch einen Schwarzen. Also, ja. Naja, das weiß ich ja. Also ich finde, Rassisten verprügeln ist ein Spielemarkt, der eigentlich noch längst nicht ausführlich genug behandelt wird. Na, mach deine Spielefirma auf. Ich nenne sie einfach Rassisten aufs Maul. So ungefähr. Ja, ich würde sagen, damit sind wir durch bei Bethesda. Oder hat noch jemand was? Nö. Okay, dann habe ich nur so einen kleinen Punkt. Zwischendurch war ja dann diese PC Gamer Show. Das ist ja keine Pressekonferenz, aber da waren ja immer mal so Hersteller und die haben ein bisschen was gezeigt. Und ist ja von Day 9, also Sean Plott, der, keine Ahnung, irgendwie immer total gefeiert wird, als Gamergott, hat ja moderiert. Ja, sehr gut. Und Microsoft war da und hat etwas absolut Phänomenales angekündigt, was ich wirklich gefeiert habe. Age of Empires. Ach ja. Oh Mann. Nein. Nicht Fanboy Remastered. Time. Die Definitive Edition.
Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Asche auf mein Haupt. Aber, oh, ich freue mich so. Age of Empires 1 mit aktuellen Spielemechaniken, also mit Gruppenverwaltung und mit Knöpfchen für untätigen Villager und so. Also halt auf den Stand von Age of Empires 2 gebracht, aber Age of Empires 1, oh, da freue ich mich total drauf. Und vor allen Dingen in 4K und in hübsch. Das wird auf alle Fälle, ich denke, das wird ein sehr guter. Jo, dann die nächste Pressekonferenz. Ich weiß nicht, müssen wir uns über Ubisoft unterhalten? Hatten die überhaupt was auf der Pressekonferenz? Naja, Assassin's Creed halt, aber das haben wir ja schon. Nee, Ubisoft, fand ich eine klasse PK und die haben auch eine gute Show gemacht. Also das war besserer Durchschnitt, würde ich sagen. Die beste Pressekonferenz, wo ich jetzt hier inhaltlich gar nichts zu sagen werde, die ihr euch aber auf alle Fälle mal angucken solltet, weil so muss man eine Pressekonferenz machen, Devolver. Schaut euch das an, das ist mein Geheimtipp, das war die allerbeste Konferenz. Geht nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten, aber ist so verrückt und abgedreht. Schaut euch das an. Das ist wieder typisch, die Kleinen machen die besten Konferenzen. Ja, haben aber halt nichts zu präsentieren. Die mussten halt mit anderen Inhalten glänzen. Ja gut, vielleicht ist es aber auch das, du hast wenig zu präsentieren und kannst dich deswegen wenigstens auf das Zeug konzentrieren. Ja, also, wie gesagt, guckt euch das an, ist wirklich so krank und abgedreht. So, dann fangen wir mal an. Als erstes war ja dann schon im Vorfeld leider geleakt worden, deswegen haben sie das dann wahrscheinlich auch relativ schnell vom Tableau haben wollen. Raving Rabbids und Mario. Fight for Kingdom? Kingdom Clash? Irgendwie sowas. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Kingdom Battle. Mario und Rabbids Kingdom Battle heißt das. War ja, also wirklich, oh, ich hatte ja wirklich ein Tränchen im Auge stehen. Das war ja wirklich so super, als er Miyamoto auf die Bühne gekommen ist. Und ich mag diesen Mann ja. Ja, das war ganz lustig, das stimmt. Und wie er dann der erzählt hat und mit dem einen Entwickler. Und dann haben sie den Entwickler gezeigt und der hat da gesessen und Rotz und Wasser geheult auf dem Platz. Und ich fand das ja wirklich herzig. Das war wirklich großartig. So zeigt mein Gefühl und ich. Was macht dein Papa bei Bethesda? Ja, das stimmt. Okay, da muss ich zustimmen. Also ich war jetzt von der Ubisoft-Präsentation nicht so begeistert, aber man hat bei denen zumindest den Eindruck gehabt, dass sie mit ein bisschen mehr Herz hinter der Sache stehen. Das stimmt ja, da wohl. Bei Ubisoft hast du wirklich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass denen das Spaß macht. Bei Bethesda hast du dir gedacht, oh, es ist ja schon wieder E3. Also das war wirklich so das Feeling, was ich dabei hatte. Bei Microsoft hattest du, oh, die haben das also intern zelebriert, aber das nicht nach außen transportieren können. Weil das hat sich wirklich auch durch die komplette E3 gezogen. Alle haben davon gesprochen, Spiele zu zelebrieren, aber keiner hat's getan. Ja, das finde ich generell bei Präsentationen dieser Art immer so großartig, wenn da diese Geschäftsleute auf die Bühne kommen. Wir sind begeistert. Ich selbst kann mich kaum unter Kontrolle halten, denn dieses ja, neue wieder, Projekt. Wieder Chef von EA, wieder. Dieser, den wir ja das letzte Mal schon, diesen Unsympath da. Oh mein Gott, wie der da wieder auf der Bühne gestanden hat. Also, er hat auf alle Fälle einen besseren Job gemacht als das letzte Mal, muss ich dazu sagen. Moment, ist das der aussieht wie ein unfähiger Meuchelmörder? Oder wie Snapes Halbbruder mit diesem hageren Gesicht? Ja, genau. Das ist der CEO von EA. Also wenn ich jemals einen Stephen King-Film drehe und jemanden brauche, der die Rolle von Leland Gaunt spielt oder so, dann würde ich den nehmen. Ansonsten. Gut, ich weiß jetzt zwar nicht, wovon du sprichst, aber ich nehme das zur Kenntnis. Ah, okay, alles klar. Ja, aber wir schweifen ab. Mario und Rabbids Kingdom Battle. Rundentaktik à la XCOM. Es ist mal wirklich ein neues, frisches Konzept für ein Mario-Spiel. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Es sieht ganz niedlich aus, ja. Das auf jeden Fall. Es sind auch witzige Ideen. Und die chaotische Grafik finde ich auch ganz witzig. Bloß, ich muss mal ernsthaft fragen. Wer hat sich gesagt, wir nehmen Mario, einen Jump'n'Run, und Raving Rabbids, was glaube ich eine Minispielsammlung ist? Berichtige mich.
Bestätige mir. Raving Rabbids gibt's auch als Vollspiel. Und das ist dann ein was? Das ist total verrückt. Das ist oh mein Gott, das zu beschreiben. Ja, aber das muss ja irgendein Genre sein. Irgendeins. Jump'n'Run. Ich würde, ja, auch Jump'n'Run Shooter. Richtung, ja. Okay, ja, es sind auch Shooter-Elemente drin, das ist nicht so okay. einfach. Okay, auf jeden Fall, wer hat gesagt, wir nehmen diese beiden relativ wilden und chaotischen Spiele, die dafür bekannt sind, wild und chaotisch zu sein, und machen einen taktischen Shooter draus? Hä? Also, der Entscheidungsprozess ist mir da nicht ganz klar, muss ich sagen. Ja gut, Miyamoto hat ja zum Entwickler gesagt, mach was, das es bei Mario noch nie gegeben hat. Das stimmt. Ich fand es nur etwas ungünstig für die Präsentation, weil also du hast diese ganzen cinematischen Elemente gesehen und das war alles ganz wild und die Rabbits sind über den Bildschirm gesprungen und dann fingen sie an, das Spiel zu erklären und das machte wirklich so fast schon hörbar. Ja, du gehst jetzt hier hin und jetzt kannst du in dieser zackigen Linie nachvollziehen, wo du dich hinbewegen kannst. Und dann ziehst du da hin und dann kannst du da rumgehen und den Gegner von der... Also irgendwie... Ich finde, es passt nicht. Aber gut, ich meine, es sieht schnuckelig aus von mir aus. Ja gut, ich meine, es ist dasselbe, wie wenn du sagst, wer kommt auf die Idee, mit Mario ein RPG zu machen. Also von daher, meinetwegen gerne... Touché! Ich gucke mir das gerne an. Touché. Ja, dann haben sie gezeigt Assassin's Creed Origins, jetzt dann die volle Präsentation und boah, es hat mich noch viel weniger gehuckt als das erste Mal, als ich es gesehen habe. And now a taste of Egypt. Ja, nee, ich meine, Assassin's Creed 1, du kamst da raus in Damaskus und hast dir gedacht, boah, hier kann ich jetzt überall rumklettern und Zeug machen und boah, wie geil. Und dann jetzt hier Assassin's Creed Origins. Kann ich überhaupt irgendwo hochklettern? Da sind drei Bäume und dann kommt da hinten irgendwann eine Pyramide und... Ja, genau, du kannst eine Pyramide hochklettern. Ja, ich weiß nicht, es zuckt mich irgendwie nicht. Ich meine, ich finde ja Ägypten ganz nett und so, aber jetzt auch diese ganzen mythischen Elemente, die sie mit eingebaut haben, mit Riesenschlangen und Anubis und Was hast du denn gegen Anubis? Na, ich mach weiter. Speedy, ich glaube, der MK ist Anti-Anubis. Soll er doch. Ja. Naja, als nächstes Spiel, was echt interessant aussah, hatten sie The Crew 2. Need for Speed mit Inception habe ich mir ja aufgeschrieben. Und das war ja wirklich total durchgedreht, diesen Trailer, den sie da hatten. Mit Autos, Flugzeugen, Formel 1, Booten und was es nicht noch alles in diesem Spiel gibt. Und die Welt dreht sich in sich und mir fallen Sachen runter. Oh mein Gott. Ja, ich bin hier zu wild am Gestikulieren. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Och, ich fand die Vertonung auch schon ganz cool. Ja, was ich allerdings befürchte ist, dass das Spiel bei weitem nicht so aussehen wird, wie man das jetzt gesehen hat, weil mein Bauch sagt mir, oh, das ist aber nachgerendert. Ja, das ist ja immer so. Ja, und ich fand The Crew 1 steinigt mich nicht, aber ich fand das ziemlich lahm. Das sagt mir überhaupt nichts. Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben gerade von dieser Spielereihe gehört. Ja, siehst du, das spricht Bände, ne? Aber ich fand's niedlich. And now The Crew 2. Genau. Perfekt. Ja, dann haben sie gezeigt, das neue South Park. Was sollte ich noch mehr schreiben als das, was ich hier drunter geschrieben habe? Es ist gekauft. Ich freue mich auf das neue Superhelden-Setting, ich freue mich auf mehr South Park, ich freue mich auf mehr versaute Schweinereien in meinen Ohren und South Park halt. South Park. Ja, sein. Dann als nächstes Spiel auf der Messe hatten sie Transference, wo ich erst dachte, was ist das denn? Elijah Wood sitzt da am Tisch und erzählt mir einen über Videospiele. Puh, dann ist irgendwas von Datenübertragungen ins Gehirn, die erforscht werden und
irgendwelche VR-Experience und irgendwie haben sie ja sich nicht ganz auskotzen können, wo sie damit hinwollen. Also was ich mittlerweile rausgefunden habe, ist, dass die Firma, die das macht, die gehört ja sogar Elijah Wood. Also ist das kein Wunder, dass der da sitzt. Ja, der Elijah Wood hat eine Spielefirma. Ich war so überrascht wie du. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gar nicht erkannt, dass es Elijah Wood ist. Ja, hast du das nicht gesehen? Doch, gesehen habe ich es, aber ich habe ihn nicht erkannt. Also, ja, jetzt, es war doch ein Hobbit, hast du doch gesehen. Hm? Es war der Hobbit, hast du doch gesehen. Jetzt, wo du es sagst, wird es mir auch klar, aber in dem Moment, wo er da saß, hielt ich ihn einfach nur für irgendeinen Typen. Ja, nee, es war Elijah Wood und ich weiß nicht, das hat mich irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Ja, das Problem an dem Trailer zu Transference, More Than Meets the Eye, war, was ist denn das jetzt? Also, was genau ist es denn für ein Spiel? Also man hat ja nichts von dem Spiel selbst gesehen. Fälle, also der Trailer war auf alle Fälle schon mal interessant und ich werde mich jetzt auf alle Fälle ein bisschen über das Spiel informieren gehen, weil ich halt einfach auch total verwirrt bin und wissen möchte, was geht denn jetzt hier? Das ist wahrscheinlich wieder ein Kartenspiel. Wahrscheinlich. Ja, aber, also, ich weiß nicht, das fand ich ziemlich unglücklich. Also da hätten sie ein bisschen deutlicher werden können. Ja, das ist immer das Blöde mit diesen übermäßig designten Trailern. Also wenn du nicht auch irgendwas zeigst, was aus dem Spiel selbst stammt, musst du den Leuten überhaupt nichts zeigen. Weil die Informationen über das Spiel selbst betragen nach einer solchen Präsentation null. Ja, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, es gab viel Licht und viel Schatten. Und viel Licht kommt jetzt beim nächsten Spiel, was sie hatten. Ich lese jetzt einfach mal kurz meine Notizen vor, was, denke ich mal, alles sagen dürfte. Piraten, stimmungsvoll, packend, werde ich mir anschauen. Solo, Multiplayer und PvP ist eine Weiterentwicklung des Assassin's Creed Schiffssystems. Shanties, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wunderschöne Zerstörung. Arr, und Release the Kraken. Ja. Damit dürfte ich diesen Trailer doch wunderbar zusammengefasst haben, oder? Ja, mir fällt weiter auch nichts ein. Außer... Also um ein bisschen tiefer reinzugehen. Die Macher, die das Wasser für Assassin's Creed Black Flag gemacht haben, haben sich jetzt gedacht, jetzt haben wir schon das Wasser, dann machen wir da halt jetzt ein Spiel draus und haben sich halt den Schiffspart aus Assassin's Creed Black Flag genommen und machen da ein Spiel draus. Was ich sagen muss, okay, das war das, was mir am Spiel Spaß gemacht hat. Ich dachte gerade eben schon, Wasser, das Spiel. Moment, das gibt's sogar schon. Also wie gesagt, Fallen by Me, nehme ich gerne. Werde ich zocken, ich rechne aber nicht damit, dass das so lange fesselt. Also ich meine, das wird eine Weile lustig sein. Aber gut, kann mich auch irren. Aber ich freue mich schon wieder, über die Meere zu segeln und Shanties. Boah, ich habe mich ja so gefreut. Die Präsentation ging los und ich dachte mir, ja, das sieht aus wie ein Black Flag. Und dann fangen sie an zu singen und ich hatte direkt wieder Lust, Black Flag zu spielen. Ja, aber die Frage, die sich alle stellen, ist jetzt natürlich, kann man da eigene Songs einfügen? Ja, also kann die Crew zum Beispiel auch Lady Gaga oder Black Eyed Peas singen? Nein, das wird nicht gehen. Niemals. Enttäuschend. Nee, aber also meiner Meinung nach braucht das Spiel auf jeden Fall eine Story. Und ich meine, es ist ja im Grunde genommen schon eine geschrieben. Ich glaube, sie haben es sogar gesagt in der Präsentation, dass du als kleiner Pirat anfängst und halt dich hocharbeitest. Warum erinnert mich das alles an Assassin's Creed Black Flag, nur ohne Assassin's Creed? Also mich erinnert das Ganze jetzt eigentlich mehr an Monkey Island. Naja, in Monkey Island kippst du Cola über den Piraten. Oh, Entschuldigung, dass ich den Endkampf gespoilert habe. Nein, das war keine Cola, das war Rootbier. Ja, Entschuldigung. Du musst jetzt deine Nerdkarte abgeben. Ist schon so lange her. Ja, aber... Wenn du Musik magst, dann wird das wahrscheinlich was für dich sein. Just Dance 2018, wie jedes Jahr Musik und Rumgehopse, juhu. Ich habe nicht mal gemerkt, dass das eine Spielepräsentation war, bis es plötzlich auf dem Bildschirm stand. Ja gut, das machen die ja jedes Jahr. Die lassen ein paar Leute rumhopsen und ein bisschen singen, ein bisschen tanzen. Leute da, die man eh nicht kennt und Just Dance. Ja, das haben sie gemacht.
gehopst und so. Also kann ich bestätigen, es wurde gehopst. Ja. Was eine kleine Überraschung danach gekommen ist, neues Spiel aus dem South Park-Universum, der South Park Phone Destroyer. Cowboys versus Indianer versus Cops versus alles. Cock Magic! Es ist so super lustig gewesen, der Trailer. Ich werde es mir auf alle Fälle angucken, auch wenn das wahrscheinlich unendlich viel Pay-to-Win sein wird. Ah, bei South Park sind die normalerweise nicht gegen sowas? Keine Ahnung, also ich denke, Matt Parker und Trey Stone möchten auch ein paar Euro verdienen. Ja, obwohl die wahrscheinlich eher hinter Dollars her sind. Also wahrscheinlich ist es hier bei uns umsonst, aber die USA darf Geld bezahlen. Haha. Weil ich meine, was sollen die South Park-Macher mit Euros? Die können damit da drüben doch gar nichts machen. Stimmt. Du hast recht. Dann ist es auch in England umsonst wahrscheinlich. Na, England muss jetzt erstmal gucken, dass das bald noch zur Welt gehört, wenn das so weitergeht. Die nächste Union, aus der wir austreten. Naja, mit ein bisschen Glück hätten sie ja jetzt fast diesen Ritter da gewählt. Hast du das mitbekommen? Am Rande, ja. Aber ich das glaube. Ist so großartig. Ich glaube, das ist in Britannien noch nicht mal ungewöhnlich. Ich glaube, das gibt's da schon länger. Dass da, da gab es. Es gab schon mal einen Kandidaten für, oh Gott, für die Stelle des Premierministers war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber er hatte einen Gummistiefel auf dem Kopf. Ich weiß es auch nicht, aber bei der aktuellen Aktion war ja nicht nur diese interplanetare oder intergalaktische Space Lord da, sondern auch Elmo. Man konnte Elmo wählen als Regierung. Was? Und er ist nicht gewählt worden? Ach, das ist typisch, die spinnen, die Briten. Ja, ich verstehe die Leute auch nicht. Ich meine, Elmo kann wenigstens zählen. Und Elmo hat schon mit Katy Perry getanzt. Das stimmt. Ja. Aber und der Lord hieß Lord Buckethead. Das ist der intergalaktische ist Weltraumfürst. Mit 249 Stimmen hatte der da gekriegt. Ich muss jetzt mal rausfinden, wie dieser Politiker mit dem Gummistiefel auf dem Kopf hieß. Ja, warum natürlich denkst du jetzt an Monty Python. Ja. Ach, die Engländer. Aber gut, wir weichen jetzt ein bisschen ab. Wir haben noch Vermin Supreme. Vor uns. Meinetwegen. Vermin Love Supreme, genau. Aber der war, stimmt, das ist gar kein Brite. Der wollte sich in Amerika als Präsident wählen lassen. Und er hat eine unter anderem mit einer Kampagne für Zombie-Abwehr und Zeitreise-Research. Und er wollte jedem Amerikaner einen Pony schenken. Dass so solche Leute nicht gewählt werden, ich weiß es nicht. Das ist mehr, als sie sonst jetzt hier bekommen, aber okay. Ich glaube, das Problem ist, die Leute halten sowas immer für eine Spaßpartei. Naja, du siehst ja, was passiert, wenn die Leute dann Spaßkandidaten wählen, ne? Du meinst die AfD? Die werden dann, die werden dann auf einmal auch Präsident und dann haben sie den Salat. Ja, stimmt. Na gut, aber lass uns weitermachen. Nächstes Spiel in der Präsentation war dann Starlink, wo ich sagen muss, Weltraumspiel. Sind die Zeiten nicht langsam vorbei, wo man extra Spielzeug für seine Spiele verkaufen kann? Ich meine, Skylanders verkauft sich jetzt auch nicht mehr ganz so gut. Und ich meine, der Markt ist jetzt so ziemlich überschwemmt mit diesem ganzen Amiibo-Kram und alles. Und dann kommen die jetzt und machen jetzt mit ihren Raumschiffen. Ich meine, es sieht ja nicht schlecht aus, aber kaufen würde ich mir das jetzt nicht. Ich weiß auch, habe gar nicht verstanden, wie das funktioniert. Also du fliegst mit dem Raumschiff rum und Raumschiff Add-on, dass du auf die auf die ganzen Controller machen kannst, da anschließen kannst, auch für die Switch-Controller und so weiter. Und du kannst das dann live modifizieren, während du am Spielen bist, kannst du neue Module dranstecken und sowas. Ja, aber während ich am Spielen bin, habe ich noch meine Hände an dem Controller. Da kann ich doch nicht gleichzeitig irgendwelche Lego-Teile an dem Controller rumpökeln. Ja, die sind der Meinung, dass du das kannst. Okay. Vielleicht schicken sie einen Assistenten mit. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob sich das, ob das so erfolgreich wird. Puh, das wird ja Spaß dran haben.
Dann als nächstes, wo ja viele Leute drauf gehofft haben, dass da relativ schnell was Neues kommt, ist ja Steep. Das spricht mich jetzt zwar nicht so an, aber gut, wer Spaß am Snowboarding und Skifahren und so hat, sehr gerne. Sieht ja echt schick aus. Road to the Olympics mit ganz vielen olympischen Disziplinen, die man dann jetzt selber spielen kann. Wuhu! Ja, was dann für Ubisoft ein großer Punkt war das neue Far Cry, Far Cry 5. In Amerika Verrückte töten. Ich meine, es passiert ja jetzt nicht jeden Tag schon genug da drüben. Also irgendein Kult hat irgendeine Stadt besetzt und man muss die Stadt dann jetzt irgendwie befreien. Es sieht wieder schick aus, es sieht total verrückt aus. Man hat jetzt, was ich cool finde, ist, dass man ja jetzt diesen Hund hat, den man sich rufen kann, der da die Leute beschäftigt. Das habe ich ja schon in Fallout mit Dogweed geliebt. Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, das ganze Spiel ist von der Prämisse her echt ein bisschen sarkastisch irgendwie, ne? Stellt euch eine Amerika vor, in den ländlichen Gegenden alle Leute bewaffnet sind und einem merkwürdigen Kult folgen. An so einem Amerika würde ich aber nicht leben wollen. Niemals, ne? Gut, so, und dann sind wir auch schon am Ende der Ubisoft-Präsentation mit dem Thema, was ich vorher angekündigt hatte, was passieren wird, was passiert ist. Und damit würde ich mal das Wort in deine Richtung übergeben, Jeff, denn es wurde das wundervollste Spiel unseres Lebens gezeigt. Bist du wirklich sicher, dass ich das ankündigen soll? Ja, bitte. Okay. Es war ein Trailer für Beyond Good and Evil 2 und ich teile MKs Enthusiasmus nicht zuletzt deshalb, weil es schon zwei Trailer für dieses Spiel gab. Dass da ein Trailer rauskommt, heißt erstmal überhaupt nichts. Und abgesehen davon, fand ich persönlich diesen Trailer ziemlich entsetzlich. Ja, kläre uns auf. Ja, was soll ich groß aufklären, mein Gott. Also, ich habe den Trailer gesehen und er enthielt zwei Verbrecher, also beziehungsweise drei Verbrecher, von denen sich zwei gegen den ersten verbündet haben. Um ihm offenbar irgendetwas anzudrehen, was er nicht wollte. Dann sind die zwei Verbrecher weggeflogen, haben unterwegs mit jedem zweiten Wort fucking oder motherfucker gesagt und haben noch dafür gesorgt, dass wahrscheinlich an die 200 Polizisten draufgegangen sind. Sind dann in irgendeinem komischen Raumschiff angekommen, haben eine CD abgegeben, die eine Frau aus ihren Titten gezogen hat und dann sind sie weggeflogen. Eindeutig Beyond Good and Evil! ja, es war auf alle Fälle auch nicht das, was ich erwartet hatte von dem Nachfolger, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist ja ein Prequel. Ja, oh, ja, vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ihr wisst ja, wie ich Prequels liebe. Ja, naja, ich bin mal gespannt, was da draus wird aus der ganzen Geschichte. Was man so aus den Kanälen hört, wird es Ende nächsten Jahres dann erscheinen. Offiziell haben sie das ja noch nicht gesagt, aber schauen wir mal. Also, ich muss sagen, mir hat der Trailer eigentlich beim ersten Gucken richtig Spaß gemacht. Und dann beim zweiten, dritten Gucken sind mir dann aber auch so die Punkte aufgefallen, die du jetzt aufgezählt hast. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht so realisiert. Ich habe nur dieses Schwein gesehen und dachte, oh mein Gott, das passiert. Ja, dann hatten sie mich auch sofort. Und dann habe ich mich zwischendurch die ganze Zeit gefragt, und wo sind die jetzt, Paige und Jade? Wo sind Paige und Jade? Und ich habe die ganze Zeit geguckt, ob man die irgendwo im Hintergrund sieht oder so. Aber nein, es spielt ja vor Jades Geburt. Also wird es doch relativ schwer, Jade da einzubauen. Aber wer weiß, vielleicht ist das Schwein da, was sie am Anfang gezeigt haben, vielleicht irgendwie Paiges Vater oder so. Vielleicht kommt das ja irgendwie. Vielleicht twisten sie da ja irgendwas. Weil es spielt ja nicht lange davor, was man so gehört hat. Es könnte ja wirklich sein, dass es vielleicht irgendwie doch miteinander zusammenhängt, weil es dreht sich ja um irgendwelche Regierungen, die dann auch wieder irgendwelche komischen Monster da züchten und so. Vielleicht kommen die daraus ja die... Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Das ist nämlich in meinen Augen wieder so ein typischer Fall von Prequel beantwortet Fragen, die niemand gestellt hat. Ich glaube, die Hybride, von denen die nach dem Trailer geredet haben in der Präsentation, sind einfach die Mensch-Tier-Wesen, die in der Beyond Good and Evil-Welt rumlaufen.
Weil genau das haben sie gezeigt. Sie haben gesagt, die Corporations erschaffen Hybride, um schwere Arbeit zu erledigen. Und dann haben sie zum Beispiel die Rhinoceros-Leute gezeigt, die irgendwelches Zeug gezogen haben. Okay, das habe ich so nicht verstanden. Okay. Vielleicht deute ich es falsch, ich will es nicht ausschließen. Aber naja, wir werden sehen. Es würde ja dahingehend dann auch Sinn machen. Ja, es würde Sinn machen, aber ist das wirklich eine Frage, die du dir gestellt hast, als du Beyond Good and Evil gespielt hast? Ich meine, es ist ein französisches, comic-mäßiges Science-Fiction-Videospiel gewesen. Wenn da Kuh- und Schweinleute rumlaufen, von mir aus. Also, da muss mir niemand erklären, wo die herkommen. Das interessiert mich nicht. Das habe ich aber eigentlich so einfach akzeptiert mit Mamago und so. Das meine ich ja. Das war für mich eigentlich okay. Das ist für mich halt dieses Universum. Aber gut, okay. Naja, wir sind mal gespannt. Es hat auf alle Fälle sehr nach fünftem Element ausgesehen. Das ist ja die Vision, die der Herr Ansel ja für das erste Spiel schon hatte, aber halt technisch einfach gar nicht so umsetzen konnte, wie er das wollte. Das hat er ja auch in den Jahren danach immer wieder betont, dass das Spiel wenn er das heute nochmal machen würde, komplett anders aussehen würde. Und ich denke, dann können wir ja fast dankbar sein für die technischen Limitationen, unter denen er hat arbeiten müssen. Ne? Bedenke, das hat George Lucas auch mal gesagt. Ach, George Lucas, einer der besten Regisseure aller Zeiten. Ja, aber wirklich nur, wenn er unter jemanden arbeitet, der ihm regelmäßig die Hand von der Tastatur wegschlägt. Habe ich den Eindruck. Und wer weiß, ob es mit Beyond Good and Evil nicht auch so ist. Ob das nicht auch was komplett anderes geworden wäre, wenn der Ansel wirklich seine gesamte Vision hätte ausleben können. Naja, er ist ja jetzt auf alle Fälle dabei und sagt, dass das jetzt genau das ist, was er machen wollte und dass das jetzt auch so aussieht wie das, was er eigentlich für Teil 1 hätte machen wollen. Sind wir mal gespannt, wie seine Vision aussieht. Ich meine, in so einem Trailer kann man halt viel hineininterpretieren, das richtige Spiel wird wahrscheinlich komplett anders aussehen. Ja, zumal, wenn du den Trailer auf YouTube nachschlägst und man mal die Kommentare runterscrollst, und scrollst und scrollst und scrollst und 5 Minuten scrollst und immer noch keinen positiven gefunden hast, könnte ich mir vorstellen, dass die bei Ubisoft auch überlegen, ob sie nicht vielleicht die Flucherei und Polizistenmorde wieder rausnehmen. Ja, also das mit der Flucherei ist mir dann hinterher wirklich auch sehr, sehr aufgestoßen. Ich meine, dieser Affe ist ja wirklich, dieser Affe ist ja wirklich schlimm. Der kann ja wirklich keine zwei Wörter am Stück sagen, ohne dass er irgendwie flucht. Ich finde den auch nicht unbedingt sehr sympathisch, muss ich sagen. Übrigens muss ich dich in deinem Kopf korrigieren. Wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal kurz unterhalten. Und Beyond Good and Evil ist ab 12. Nicht okay, ab 12 von mir aus, aber es wird auf jeden Fall nicht geflucht. Also sie sagen Flagnemmit und Fraggle und solche Sachen, aber nicht Fuck und Motherfucker. Tun sie das auch im Original? Oder ist das wieder nur so eine deutsche Geschichte? Ja, ist jetzt die Frage, was ist das Original? Das Französische oder das Englische? Das Französische. Das kann ich dir nicht sagen, ich hab's auf Englisch gespielt. Aber ich gehe eigentlich davon aus. Weil wenn es. Es ist ja schon eine Weile her. Ich meine, man hat ja damals wirklich viel umgebaut im Spiel. Es kann wirklich sein, dass das nur für den deutschen Markt oder so. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich hab nur das Deutsche gespielt. Also es würde mich wundern, wenn sie in der französischen echt fluchen und in der deutschen und in der englischen Flagnemmit sagen. Also es würde keinen Sinn machen in meinen Augen, weil normalerweise sind ja die Amerikaner die mit Flüchen in ihrem Entertainment keine Probleme haben. Gut, das müsste man mal recherchieren oder so. Naja, zu viel Arbeit. So, ja. Wie gesagt, da sind wir bei Ubisoft durch. Wie gesagt, ich fand die Präsentation, ich fand es okay. Das war besseres Mittelfeld von denen. Das war okay für eine Präsentation. Ja. Ich habe noch nicht so viele von diesen Pressekonferenzen gesehen. Generell finde ich, sind die Leute immer ein bisschen wenig begeistert, die da vorne auf der Bühne sind. Dann wiederum, ich meine, wenn da der Chef von Ubisoft persönlich auf der Bühne steht und sich da mit seinem gebrochenen Englisch durch die Präsi stottert, ich meine, der Mann ist ein Geschäftsmann. Das kann man vielleicht auch nicht unbedingt von ihm verlangen, dass er nun wirklich super sabbernd begeistert über all seine Projekte ist. Versucht ja wahrscheinlich auch nur, den Text möglichst verständlich runterzulesen. Also, das gilt ja auch für die anderen, also auch für den Nintendo oder sonst was. Okay, Nintendo, schlechtes Beispiel, aber für den Microsoft-Chef oder so, wenn der da auf der Bühne steht und sagt, dieser
die Xbox One X One Xox hat 6000 Flops und 700 Bytes und damit ist sie die machtvollste Konsole. Vielleicht sollten die eher die Techniker für sowas nach vorne schicken, die wirklich an den Projekten mitgearbeitet haben. Nur so eine Überlegung. Ja. Jo, dann sind wir da durch. Dazwischen war dann, das war davor, die Devolver-Präsentation. Die war nämlich zeitgleich mit Bethesda, deswegen habe ich die damals auch nicht gesehen. Die hatte ich dann danach geguckt. Gut. Die nächste Pressekonferenz war dann von Sony. Und da hat man dann mal gezeigt, wie man wenigstens die Bühne so ein bisschen mit einbinden kann. Weil wirklich bei jeder Präsentation war dann irgendwie die Bühne in einem anderen Outfit so ein bisschen mit 3D-Effekten und so, haben sie dann da Welten gebaut und Zombies an der Decke aufgehangen und so. Das hat mir echt gut gefallen. Das hat Sony echt nett gemacht. Das ist aber unfreundlich. Die armen Zombies. Ja, also angefangen haben sie damit, dass sie so orientalische Live-Musik zu Beginn gemacht haben, ein bisschen Stimmung gemacht haben. Das fand ich ziemlich schön, das haben sie gut gemacht, mit einer schönen Wasserfallshow im Hintergrund. Das hat schön Stimmung gemacht für das erste Spiel, was dann gekommen ist, weil das war nämlich Uncharted, The Lost Legacy. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein eigenständiges Spiel ist oder jetzt nur ein DLC für den letzten Teil, der da gekommen ist. Auf alle Fälle nicht mehr mit Nathan Drake, sondern mit zwei fitten Mädels. Weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, jetzt brauchen die Jungs auch mal was zum Gucken. Ha! Und ich denke, also was ich bis jetzt von der Uncharted 3 kenne, das war bis jetzt alles sehr actionlastig, sehr nice, hat viel Spaß gemacht. Ich denke, das wird jetzt auch nicht schlechter werden. Also für Fans der Serie, ich denke, das wird kein schlechter Kauf sein. So, das nächste Spiel, was sie gezeigt haben, war dann Horizon Frozen Wilds, neue DLC im Winterwunderland. Das heißt, Dinos, Robo-Dinos im Schnee jagen. Ja, gut. Klingt gut. Soll, ja, sah auf alle Fälle schon mal echt schick aus. Und also ich meine, generell ist das Spiel ja wirklich nicht hässlich und soll auch echt gut sein. Ich habe halt keine PlayStation, kann dazu jetzt nicht sagen, aber soll ein gutes RPG sein. Ja, wir haben schon so eine Ahnung, dass du Sony nicht so magst. Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Spricht mir alles irgendwie nicht so an. Auch die ganze Firmenphilosophie bin ich jetzt nicht so mit dabei. Ich meine, Gott bewahre, ich habe hier eine PlayStation, ich habe eine PlayStation 2 und eine PlayStation 3 hier stehen. Also. Pff. Ich habe auch eine PlayStation 3. Da gucke ich immer meine Filme. PlayStation Portable. Ja. Also, die Vita haben wir ausgesetzt. Ja, gut, die war ja auch kacke. Ich muss sagen, ich habe die PS3, die habe ich mir nur gekauft, weil es da die Skyrim Collector's Edition mit dem Anduin dazu gab. Für Huni, da konnte ich wirklich nie widerstehen. Und was ist Beyond, wo denn die wir spielen konnten? Nee, Beyond Two Souls. Meine ich doch! Ach scheiße, ich verhaue die beiden immer. Das falsche Beyond, ne? Passiert mir aber auch ständig. Gibt's nicht auch eine Spielereihe, die nur Beyond heißt? Oh, das kann gut möglich sein. Oh Mann. Wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ja, dann, wo wir eben schon bei Zombies waren, Days Gone, Open World, und auch mal Gameplay in-game gezeigt. Nicht nur irgendwelche Render-Szenen, sondern richtiges Gameplay gezeigt, was ich echt nice fand. Richtig brutal. Wald sieht sehr hübsch aus, in dem sie sich da befunden haben. Er kann da Fallen stellen und die gesamte Umgebung nutzen. Bomben an irgendwelche Dämme machen, um Zugänge zu öffnen. Und Millionen von Zombies. Und man kann die dann auch taktisch einsetzen. Wenn man zum Beispiel da so ein Baumhaus hat, wo ganz viele Gegner sind, dann aktiviert man die Zombies durch irgendwelche, man macht einen lauten Knall oder so und lockt die dann zu den Gegnern hin und lässt die Zombies schön aufräumen. Moment, wie sind denn nicht die Zombies die Gegner? Nein, es gibt Menschen und es gibt böse Menschen und es gibt Zombies. Mein Gott,
böse Menschen. Was ja, halt ein anderes, halt ein anderes Camp. Ich meine, hast du ja auch in, ich wollte gerade Dawn of the Dead sagen, in, The Walking Dead. Dawn of the Walking Dead. Die sind ja nicht alle, nur weil sie Menschen sind, oh, du bist auch ein Mensch, komm, lass uns beste Freunde sein. Also ich muss sagen, das hat sehr interessant ausgesehen. Da bin ich auch echt interessiert dran. Ja, meiner Meinung nach könnte der Zombie-Trend jetzt allmählich auch, also ich meine, er lässt ja sowieso nach. Also noch vor wenigen Jahren war das ja unerträglich, wie viele Zombies es in der Videospielindustrie gab. Allmählich könnte man... Ja, noch gibt, ja, aber es scheint ein bisschen nachgelassen zu haben. Also allmählich könnte man sich mal wieder irgendwas anderes suchen, worüber man dann Obsessionen entwickeln kann. Ja, World War II ist ja jetzt wieder am Risen, ne? Ja gut, da wird aber Nintendo keine Spiele zu machen. Ja, da kommen wir ja... Also da komme ich gleich noch zu. Das ist in 4 Punkten der nächste. Dann haben sie gezeigt Monster Hunter World. Ja, Monster Hunter ist ja eine sehr beliebte Spieleserie. Ich habe versucht da reinzukommen, aber Monster Hunter ist einfach nicht meins. Und Monster Hunter World, ja, alles noch größer, pompöser, Monströser. T-Rex, ja, alles... Puh, ja, hat mich nicht gehuckt. Die Monster haben schon beeindruckend ausgesehen, wie das im Monster Hunter halt immer so ist, aber ja, ist halt nicht meins. Leider. Weil ich habe einen Kollegen, kennst du ja auch, der liebt Monster Hunter, der verschlingt das jedes. Und ich habe mit dem versucht, ein bisschen Monster Hunter zu sorgen und ich komme da einfach nicht rein. Ja gut, wenn man es weiß. Ja, naja, aber ich hab's wenigstens versucht. So, wo ich aber absolut gehypt für bin, was ich auf alle Fälle zocken möchte, Shadow of the Colossus Remastered. Oh mein Gott. Oh, ich meine, ist ja jetzt schon das dritte Remake von, das zweite Remake. Das gab's ja damals auf der PS2, das habe ich verschlungen. Das für die PS3 habe ich nicht gezockt. Und jetzt kommt ja nochmal in Ultra Super Bombast Mega Grafik für die PS4. Ein absolut geiles Spiel, eins der perfektesten Spiele überhaupt auf diesem Planeten. Wer es bis jetzt noch nicht gezockt haben sollte, sollte die Gelegenheit auf alle Fälle wahrnehmen. Immer schön auf Lorbeeren ausruhen. Ja, gut. Aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Glaube ich ja, will ich gar nicht bezweifeln. Ich frage mich nur, also warum man dann eine geremasterte Version davon braucht. Weil es dann einfach schicker aussieht. Das Spiel nochmal in zeitgemäßer Grafik. Ich meine, sie ändern ja so nichts am Spielprinzip. Meinetwegen können sie das ja noch die nächsten 20 Konsolengenerationen machen. Wie bei Skyrim, ich werde es immer wieder zocken. Ja, so, das nächste Spiel, das sie gezeigt haben, Marvel vs. Capcom Infinite. Und mein Kommentar dazu sagt eigentlich alles, nicht hübsch, aber lustig. Das galt ja schon für das erste Marvel vs. Capcom. Ja, also ich meine, das Spiel sieht echt grauenhaft aus von der Grafik und aber das hat ja auch nicht den Anspruch. Es will ja einfach nur lustig sein, total abgedreht und einfach nur aufs Maul. Also wenn es sich so spielt wie das erste, dann spielt es sich auch grauenhaft. Also das erste ist ja so komplett nicht ausbalanciert gewesen und ich nehme an, dass das für den Rest der Reihe wahrscheinlich auch gilt. Aber was soll's, das macht Laune. Ja. Nicht wahr? Nichts, kann ich nichts widersprechen. Könntest du es machen? Ja, und dann das neue Call of Duty in einem absolut unverbrauchten Zweiten Weltkrieg-Setting. Das musst du dir mal vorstellen. Hat schon mal jemand Moment, ein Spiel im Weiten Zweiten Weltkrieg gemacht? Ja, aber Call of Duty ist doch ein militärischer Shooter. Ja. Und das im Zweiten Weltkrieg? Das ist mal eine Idee. Ja. Spielt man als die Nazis? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann wahrscheinlich als die Franzosen. Oder als die Briten. Oder als irgendeine andere aktiv teilnehmende Partei. Vermutlich nicht als die Amerikaner, die ja erst 5 Minuten vor Ende reingekommen sind. Richtig? Ich kann's dir nicht sagen. Da weiß ich nichts drüber, weil es interessiert mich sowas von überhaupt nicht. Oh mein Gott, das steht so weit unten auf meiner Liste. Ich fände mal einen Zweiten Weltkriegs-Shooter toll, wo man genau zwei Sachen abfeuert, nämlich Atombomben.
Und dann ist so eine große Nachricht auf dem Bildschirm. Du hast gewonnen, Japan hat aufgegeben. Ja, das wäre aber ziemlich schnell rum. Ja, nee, genau so wie die amerikanische Teilnahme am Zweiten Weltkrieg. Nee, aber ich muss sagen, ich sowas Uninspiriertes. Ich weiß nicht, warum das letzte Call of Duty so viel Backlash bekommen hat. Ich fand das eigentlich echt gut im Weltraum. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum da so viele gegengefeuert haben. Vor allen Dingen, ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt habt ihr euch verbockt, jetzt geht's wieder in den Zweiten Weltkrieg. Und alle feiern's. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde, der Zweite Weltkrieg ist jetzt mittlerweile mal vorbei. Ja, es ist auch ein bisschen enttäuschend eigentlich. Ich meine, die menschliche Rasse ist so erfindungsreich, wenn es darum geht, sich Kriege auszudenken. Also wir haben ja nun wirklich tausende von den Dingern gehabt. Also auch wenn es unbedingt mit Pistolen und Kanonen sein muss, selbst da kann man ja immer noch aus hunderten von verschiedenen bewaffneten Konflikten wählen. Ja, ich meine, amerikanischer Bürgerkrieg oder sowas, das wäre doch mal ein unverbrauchtes Setting, aber sowas kriegst du ja nicht. Und zum Beispiel, oder die Kolonialkriege, oder was hat man denn da noch? Ja, genug Kriege. Praktisch alles, was zwischen Japan und China abgelaufen ist, oder... Und da gibt's schon einige. Ja, naja, Norden gegen Süden, Korea Edition. Ne, das wird ja wieder unhübsch, weil dann verlierst du ja den ganzen chinesischen Markt. Das ist blöd, das kannst du nicht machen. Nein, du kannst die Seite aus... Du kannst ja aussuchen, auf welcher Seite du spielst. Ja, gerade dann wird das Spiel da verboten. Stimmt. Weil die sind ja Verbündete und wenn du irgendein Spiel machst, wo du gegen Nordkorea gehen kannst, ist das Spiel in China verboten. Na, verdammt. Ja, so ist das. Ja, dann kam eine VR-Sektion und da muss ich sagen, holla die Waldfee, Skyrim! Und mein Kommentar dazu, den ich mir aufgeschrieben habe, und nochmal Geld verdient. Gut gemacht, Bethesda. Skyrim VR. Und stell dir vor, sie haben dort die Elemente der Switch, wahrscheinlich haben sie das deswegen gemacht, weil sie für die Switch diese Bewegungssteuerung jetzt gebaut haben. Und weil genau das kommt nämlich jetzt auch in der VR-Version, dass du mit den Controllern für die Oculus und für die Vive, dass du halt die Waffen einzeln steuern kannst. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, jetzt haben wir uns einmal die Mühe gemacht, dann verkaufen wir das nochmal. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, jetzt haben wir zweimal mit einem Spiel Geld verdient. Vielleicht verdienen wir dreimal mit einem Spiel Geld? Ja, was ja dann, wo ich mich schon freue, für die E3 2020 Skyrim für die Mikrowelle und dann 2022 Skyrim für den Stein. Ich bin dafür. Ja, dann haben sie noch in der VR-Section Starchild angekündigt. Das ist so ein 3D-Plattformer, wobei ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum man das für VR macht. Das, also ich denke, da wird man ziemlich viel kotzen müssen, aber naja gut. Ja gut, da werden wir uns irgendwann daran gewöhnen müssen. Wir wollen ja auch Plattformer in 3D spielen, oder nicht? Irgendwann kommt ja schließlich Mario VR raus. Ja, was ich... VR was... Mario! Hey, Nintendo, ich hab Copyright! VR Mario! Da kannst du sogar den Titel der Wii wieder drin unterbringen. Boah, ich bin gut. Oh mein Gott. Aus der Ego-Perspektive eines kleinen italienischen Klempners. Ja, das wird nicht gehen, aber vielleicht aus der Vogelperspektive oder so. Oder halb über die Schulter oder irgendwie sowas. Ich meine, ja, so ist ja bei 64 hat's auch Ganze, du siehst das Ganze von der Seite in VR in 3D. Das sieht wahrscheinlich interessant aus, das kriegst du halt da über die Präsentation, kriegst du das ja nicht gezeigt. Das musst du ja im VR sehen, sonst kannst du dir ja gar nichts drunter vorstellen. Ich muss mir das gerade mal aufschreiben. VR Mario. Oh Mann. Ja, das nächste Spiel, was sie gezeigt haben, war Inpatient. Das war ziemlich atmosphärisch, muss ich sagen. Da bist du in so einer Klapse und musst da irgendwie, keine Ahnung, fliehen, rauskommen, überleben, was auch immer du da tun musst. Aber es sah auf alle Fälle schon mal sehr beklemmend und drückend aus. Also, wenn sie das richtig gut im VR umgesetzt bekommen, wie bei Resident Evil 7, das VR, das war ja auch super, dann wird das ein echtes Brett. Du immer mit deinen Brettern. Ja, so ist das halt. Hast du eine Latte oder was? Ja, auf alle Fälle. Wenn ich hier an Beyond Good and Evil denke, oi, oi, oi. Ich dachte nur gerade eben, wenn ich daran denke... Wo mir keiner bei abgeht, ist... Oh mein Gott. Ich habe das gesehen und dachte mir, oh mein Gott. Wir haben Final Fantasy 15 gezeigt in der VR-Section.
Und dann waren sie da am Angeln und am Grillen. Da habe ich mir gedacht, okay, kann man da jetzt Final Fantasy 15 spielen? Nein, das wird ein komplett eigenständiger Teil. Final Fantasy 15 VR, Monsters of the Deep. Es geht um Angeln und Grillen. Ernsthaft jetzt? Ja. Final Fantasy 15 ist ein Grillsimulator. Es kommt ein Grillsimulator in Final Fantasy 15. Nein, eigentlich ein Angelsimulator, wo du dann halt danach noch zusammensitzt und grillst. Das ist doch so krank. Irgendwann dieser Tage wird der Name Final Fantasy wirklich passen. Oh Mann. Und da habe ich mir, also ich habe mir erst gedacht, okay, Final Fantasy 15 mit VR, das könnte interessant sein. Und dann hast du halt nur gesehen, wie sie da am Angeln und Grillen sind. Und ich dachte mir schon, okay, das ist jetzt aber eine blöde Präsentation. Und dann kam der Titel und dann ist mir hinterher klar geworden, okay, es geht hier wirklich nur ums Angeln und Grillen. Oh mein Gott. Ja, da stellt sich wirklich die Frage, wie sie die ganzen Typen da einbauen, die sie sonst auch immer einbauen. Also was weiß ich, Sid und ja, das komischen wird nicht kommen. Götter und... Ich glaube, Sid gibt's im aktuellen Final Fantasy sogar gar nicht. Blasphemie. Ja, ich weiß. Könnte der Angellehrer sein. Das könnte sein. Ja, als nächstes Spiel in der VR-Section hatten sie dann Bravo Team. Ja, ist halt VR-Ballerei. Kennt man jetzt mittlerweile schon. Fand ich jetzt nichts Herausragendes. Man läuft halt irgendwie durch irgendwelche arabischen Staaten und knallt halt irgendwelche Leute ab. Klingt wundervoll. Ja. Was ich dann sehr cool fand, war Moss, also M-O-S-S. Das ist so eine kleine putzige Maus. Sag bitte Doppel-S. Ja. Warum? Sag einfach beim nächsten Mal Doppel-S, okay. Warum? Schon gut, erzähl weiter. Komm endlich drüber weg, du warst damals noch nicht geboren. Das stimmt. Ja, das sind die Abenteuer einer kleinen, mutigen Maus. Und das sieht wirklich... echt schön aus. Wenn ich VR hätte, würde ich mir das auf alle Fälle angucken. Das war so ein wunderschöner Trailer. So komplett im Unravel-Stil. Ich finde es wirklich großartig. Maus spielen? Ja, so ein kleines Mäuschen. Auch gegen, also dann hast du so als Gegner, haben sie gezeigt, da kommt so eine große Schlange und sowas und dann musst du dich da halt... wahrscheinlich flüchten oder so, oder ihren Stein ins Gesicht werfen oder was weiß ich. Aber und große Schlangen... Und wer heute schon sowas spielen will, kann den Kakerlaken-Simulator spielen. Yay! Den es wahrscheinlich wirklich gibt. Den gibt es wirklich. Damit kannst du als Kakerlake dann an der Decke, an Wänden rumrennen und ein zweiter Spieler muss dann versuchen, dich halt zu erwischen, wie es halt normal ist. Und die haben bei der Grafik einen interessanten Turn genommen. Sie ist voller Bugs. Ich gehe da jetzt mal nicht ins Detail. Google das gleich einfach mal. Okay. Das klingt aber tatsächlich sogar interessant. Spiele ich lieber ein Brett. So, ja, damit war die VR-Section dann abgeschlossen und dann haben sie das neue God of War gezeigt mit einem total alten und fertigen Kratos, der also komplett fertig ist mit der Welt und irgendwie mit seinem kleinen Sohn da unterwegs ist. Er hat seine, wie nennen sich die Dinge, die Schicksalsklingen oder was weiß ich, also die Dinge, die Schwerter, die er immer rumgewirbelt hat, die hat er jetzt nicht mehr und hat jetzt eine Axt, die leuchtet. Das ist doch auch schön. Ja, und ja, es ist jetzt nicht mehr ganz so schnell, wie das aussieht. Das ist jetzt ein bisschen langsamer, ein bisschen... Aber ich, so wie es aussah, auch nicht mehr ganz so brutal. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist der kleine Sohn. Ich hoffe, er ist so wie Elizabeth in Infinite, dass man sich nicht um ihn kümmern muss, weil wenn er so ist wie die Olle in Resident Evil 4, dann wird das fürchterlich. Ich hasse Spiele, die nur aus Escort-Missionen bestehen. Aber die machen doch so einen Spaß. Ja, auf alle Fälle. Wenn man sich praktisch auf nichts anderes konzentrieren kann, als so diese blöden Bratzen, die neben einem einherlaufen. Ja, was auf alle Fälle interessant ist, ist, das Ganze ist jetzt endlich mal mit der griechischen Mythologie fertig. Und wir sind jetzt in der nordischen Mythologie, denn zum Schluss sieht man die Weltenschlange.
Irgendwie hast du es heute mit großen Schlangen. Ja, es ist auffällig. Es zieht sich durch die ganze Präsentation. Ich wette, ja. Vor den Türen waren auch große Schlangen. Ja, auf alle Fälle. Das nächste Spiel, was sie gezeigt haben, war dann Detroit Become Human. Und das sah wirklich interessant aus. Darum geht's, dass Androiden sich gegen ihre Unterdrücker, also von ihren Unterdrückern befreien. Sie wollen keine Sklaven mehr sein. Und alles, was du in diesem Spiel tust, deine getroffenen Entscheidungen werden sich ultimativ auf den Spieleverlauf auswirken. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gehört. Ja. Aber was man so im Trailer und in den Anspielen gesehen hat, sah das schon mal echt nice aus und könnte interessant werden. Bleiben wir auf alle Fälle dran. Jo, danach ein Spiel, was mich überhaupt nicht interessiert. Destiny 2, whoopidu. Destiny-Spieler unter uns. Was war gleich nochmal Destiny? Also ernsthaft jetzt, ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist dieses Spiel von den Halo-Machern, weil die ja kein Halo mehr machen dürfen, haben die ja Destiny gemacht, dieses Online. Das ist ja auch so ein Momopoga-Dings. Okay. Ja. Kommt jetzt der zweite Teil. Du kannst nichts aus dem ersten Teil mitnehmen. Fängst du komplett von vorne an. Ist das das mit der großen Kugel, die über der Erde schwebt? Ja, genau. Die von Peter Dinklage okay. Synchronisiert wurde. Cool. Ja. Das ist nicht meins. Pure Begeisterung. Ja, wo ich mich dann aber drauf freue, ist Spider-Man. Spider-Man. Tut, was immer ein Spider-Man tut. Leider exklusiv auf der Painstation haben sie schönes Gameplay gezeigt. Erinnert sehr an Batman. Arkham, genau. Batman Arkham. Und so vom Kampfsystem her flüssige Kampfabläufe. Du hast richtig coole Spider-Effekte mit Netzen und Zusammenziehen und Netzbomben und allem Möglichen. Was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, ist der Anzug, den er jetzt anhat mit dieser weißen Spinne vorne drauf, vorne und hinten. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht, das sieht für mich nicht, also... Das ist für mich nicht Spider-Man, aber okay. Und mir fehlen... Es kamen zwar zwischendurch so ein paar fluffige Sprüche, aber das war zu wenig. Spider-Man ist für mich eigentlich... Das geht für mich eigentlich in Richtung Deadpool, so von den Sprüchen, die da kommen. Nee, ich wollte gerade sagen... einen flotten Spruch auf den Lippen. Aber hier, sie müssen ja schon gucken, dass sie die voneinander abgrenzen. Sorry. Ja, es war mir halt einfach zu wenig. Da hätte mehr... für mich mehr kommen müssen. Und, oh mein Gott... Unheimlich viele Quicktime-Events. Alleine diese Sequenz, die da hatten, waren, glaube ich, 4 oder 5 Quicktime-Events drin. Das war's. Boah. Die gibt's noch? Ja, bei Spider-Man, weil es ja alles so schnell gehen muss, während du dich da durch die Häuser schluchten und alles, die wirklich richtig cool gemacht sind. Du hast ja eine komplette Open World, du kannst überall hin Sachen machen und, aber, boah, so viel Quicktime-Events, das muss doch nicht sein. Nicht wirklich, nee. Ja... Na gut, schauen wir mal, wie das finale Spiel dann wird. Es hat auf alle Fälle schon mal ganz gut ausgesehen. Gut, das war dann die Sony-Pressekonferenz. Alter, wir sind fast durch. Jetzt kommt Nintendo. Ich sag ja, es dauert einen Moment, bis wir das alles durchgekaut haben hier. Ja. Ja, Nintendo, und? Was haben die derzeit? Haben wahrscheinlich ein bisschen was zu Breath of the Wild gesagt und... weiß nicht, haben die gerade irgendwas Wichtiges in der Arbeit? Naja, wer weiß, die ein oder anderen Sachen. Ich habe hier so eine schöne Überschrift hinter Nintendo bei mir hingeschrieben. Mützen und Multiplayer. Das war wirklich das übergeordnete Thema dieser Präsentation. Die haben ja wieder einfach nur ein Direct gemacht. Ich weiß, dass sowas einfacher zu produzieren ist, Nintendo. Ihr könnt das genauso bauen, wie ihr das möchtet, aber damit geht doch so viel Menschlichkeit verloren. Dieses wir möchten das präsentieren, einfach nur ein Video zu zeigen, ist halt einfach lame. Ja gut, aber der hier Hayao Miyazaki, nein, wie heißt er, der Mario-Erfinder? Oh Gott. Jetzt habe ich ernsthaft den Namen vergessen. Jetzt bitte? Schön, bitte? Shigeru Miyamoto!
Genau. Nein. Was? Moment. Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Er würde mich wahrscheinlich auch Jove aussprechen oder so. Hab ich überhaupt kein Problem mit. Miyamoto, du kannst mich gerne Jove aussprechen. auf jeden Fall, der war ja woanders beschäftigt, darum ging's mir. Ja, aber das machen die ja jetzt die letzten Jahre immer. Ich weiß nicht, mir reicht das eigentlich nicht. Ich finde es doof, vor allen Dingen, weil sie ja auch nur 25 Minuten gemacht haben. Das ist schon, ja. Wenn man keinen Bock hat, dann soll man es halt einfach lassen. Ja, aber es war dann halt auch wieder ein paar Trailer aneinander geschnitten. Was will man machen? Am Anfang haben sie dann ein bisschen was gezeigt. Von Arms, Rocket League, Pokken, FIFA und Splatoon. Einfach halt so ein paar Trailer. Dann kam He Whose Body Is Ready, Reggie Fils-Aime, der Chef von Nintendo of America mit dem Namen, den kein Mensch aussprechen oder schreiben kann. Aber er ist ein Schnuckelchen. Ja, der Reggie, ich finde den lustig. My Body Is Ready! So klasse. Das wird man auch in 10 Jahren noch sagen. Wahrscheinlich, ja. Ja, und hat ein bisschen was erzählt. Danach haben sie dann Xenoblade Chronicles 2 gezeigt, wo ich sehr gehypt drauf bin, weil Xenoblade Chronicles war super auf der Wii. Ich hab's ja so geliebt. Epische Welten, geile Story. Können sie eigentlich kaum was mit verkehrt machen. Was ich jetzt mitbekommen habe, viele Leute beschweren sich darüber, dass es bei weitem nicht so schick sein soll, aber das kann ich jetzt persönlich gar nicht nachvollziehen. Es sah schon ziemlich schick aus, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht. Aber es ist halt einfach kein 4K Xbox Dingens-Grafik. Es ist halt Nintendo. Im Moment muss ich gerade mal nachfragen. Xenoblade, war das mit der Frau und dem Schwert? Mit dem großen roten Schwert? Ja, genau. Das ist mir aber auch aufgefallen. Also um ehrlich zu sein, ist mir das bei fast der gesamten Nintendo-Präsentation aufgefallen. Wobei, ich habe ja wie gesagt nur das Spotlight gesehen. Also nur die Trailer selbst. Also ich weiß, dass Nintendo generell grafisch hinter dem Rest der Truppe ein bisschen hinterherhinkt. Aber diesmal fand ich es echt ein bisschen zu offensichtlich. Also gerade bei diesem Xenoblade. Also ohne das Spiel schlecht machen zu wollen. Aber das sah aus wie ein Gamecube-Teil. Also gut ausgesehen. Rein von der Grafik her. Ich meine, ich mag diese alten Sachen, aber... Ja, nee, da bin ich bei dir. Also hübsch war es nicht, aber so wie das jetzt die ganze Zeit niedergemacht wird von allem, wie, das sieht ja schlechter aus als damals das erste und so, was ich jetzt im Moment so lese, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Und bei dem Spiel kommt es wirklich nicht darauf an, wie es aussieht. Nee, das nicht, aber also manchmal denke ich ja schon, also so ein bisschen sollte sich Nintendo schon bemühen, grafisch mal wieder ein Stück nach vorne zu kommen. Siehst du, das sehe ich komplett anders. Ich habe lieber ein Nintendo-Spiel, das schlecht aussieht, aber dafür richtig viel Spaß macht. Wie zum Beispiel das Spiel, das nächstes Jahr erscheinen wird. Denn Nintendo hat ein neues Kirby in Arbeit. Ja, stimmt. Und das sah so lustig aus. Ich freue mich da total drauf mit bis zu 4 Spielern spielbar. Und es ist einfach Kirby, oh Mann, ich könnte mich googeln. Ja, und du kannst alle 4 zusammen in ein Rad verwandeln und rollen. Jo, und noch vieles andere. Und du kannst ganz viel saugen. Und Kirby kann sich... Kirby kann sich endlich mit Luigi zusammentun. Als Team Suck. Oh Mann, der Team der Suck. Ja, danach haben sie dann ein bisschen was aus dem Pokémon Headquarter gezeigt. Und einfach mal so nebenbei die Bombe droppen lassen. So ganz nebenbei. Ja, es ist Pokémon RPG für die, also ein Core-RPG für die Switch in Arbeit. Aber wir können euch jetzt noch nichts darüber zeigen. Reden da in einem Jahr nochmal drüber. Und die ganze Welt so... Wir können uns nicht vorstellen, warum euch das interessieren sollte. Ja, ich habe hier so einen Zettel gefunden, da steht drauf Pokémon, was auch immer das sein soll. Aber finde ich gut. Ich habe jetzt schon befürchtet, nachdem dieses Ultrasonne und Ultramond gekommen ist und alle, die ganze Welt total Nintendo am Haten ist, wahrscheinlich
haben die das jetzt nur eingebaut, weil dieser Shitstorm die ganze Zeit am Laufen ist, so von wegen, so, was soll denn der Scheiß, wir wollen nichts mehr für ein 3DS, wir wollen jetzt für die Switch ein Spiel haben. Und deswegen, sie konnten nichts mehr vorproduzieren und dann haben sie einfach den Typ ins Büro dahingesetzt, wir bauen ein Spiel für die Switch, aber bitte schlagt uns nicht mehr. So kam mir das irgendwie ein bisschen vor. Vor allen Dingen auch, wir reden in einem Jahr nochmal drüber, wir können euch jetzt noch nichts zeigen. Das heißt, dass das wirklich nur ganz, 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 ganz am Anfang ist. Dass sie noch nicht mal ein Bild oder ein Logo oder irgendwas da haben. Das haben sie sonst noch nie so gemacht, wenn sie nichts hatten. Und der Titel lautet Pokémon Rot-Weiß kariert. Mindestens. Genau, Pokémon Rot-Weiß in der Pommes Edition. Klingt lecker. Ja. Ja. Und danach haben sie die nächste Bombe gedroppt. Ich dachte erst, was geht denn da ab? Weltraum? Und macht er jetzt neues Lilith Wars? Ein gutes Lilith Wars? Und dann hat sich das auf einmal zu so einer 4 zusammengeformt. Und ich dachte mir, 4? Was könnte das denn sein? Und dann kam's und dann stand da Metroid 4. Und ich dachte mir, oh mein Gott, zeigt dir jetzt auch noch was? Und dann nein. Aber gut, Metroid 4? You've got my attention, Nintendo. Wieder ein weiteres Spiel, was man von der Liste des hoffnungslosen Bingos runterpacken kann, genauso wie Beyond Good and Evil 2. Wobei da ja bei beiden noch Gameplay gezeigt werden musste, aber die Titel darf ich jetzt streichen. Genau. Ach, stimmt. Valve, Half-Life 3, bitte! Sag doch halt genau. Valve muss doch einfach nur auf die Konferenz kommen und sagen, gibt's. Das reicht doch schon. Dann geben die Leute auch wieder 15 Jahre Ruhe. Ich will da nichts mehr zu sagen. Ja. Ja, danach haben sie dann einen neuen, also so einen kleinen Trailer gezeigt für das neue Yoshi, was 2018 kommen soll. Yoshi wird der Booty Yoshi sein, was man gesehen hat. Und das Ganze dann in der Pappwelt. Könnte interessant sein. Yoshi's Booty World war super. Würde ich mich über mehr freuen. Und wenn man es nicht ganz so eng nimmt, ist es sogar nicht das einzige Spiel, wo Yoshi jetzt demnächst drin auftaucht. Stimmt, da war ja noch Raving Rabbit. Das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich weiß. So, dann das nächste Spiel, was sie gezeigt haben, war Fire Emblem Warriors. Das ist dann Dynasty Warriors im Fire Emblem-Universum, also was sie ja auch schon mit Zelda gemacht haben. Und ich bin jetzt kein Fan der Serie, aber Leute werden wahrscheinlich Spaß damit haben. Die Warriors-Leute kennen sich ja damit aus, irgendwelche Figuren zu nehmen und sinnlos gegeneinander aufeinander zu hetzen. Also von daher, das wird bestimmt eine schöne Klopperei. Ich wollte gerade sagen, du sagst, als wäre das was Schlechtes. Nö, also ich habe sehr viel Spaß mit Hyrule Warriors. Ich zock das immer noch. Ich habe das ja, das ist sogar das Re-Release für den 3DS nochmal geholt. Also für zwischendurch ist das einfach mal eine echt schönes Zeit-Totschläger-Variante. Zeit und andere Dinge. Ja, dann haben sie nochmal gezeigt, das neue Skyrim kriegt ein wundervolles Feature auf der Switch, denn wenn man einen Zelda-Amiibo hat von Spitzer Link, dann kann man sich das Master-Schwert und die Zelda-Rüstung in Skyrim holen und dann als Link durch Tamriel laufen. Also das perfekte Spiel für Jeeve, der von dem Skyrim Breath of the Wild nicht begeistert war, aber... Jetzt kannst du dir Breath of the Wild Skyrim machen. Genau, und mit der charakteristischen blauen Bekleidung rumrennen, für die Link grün, schon immer... Grün. Wie gesagt, wann trägt er denn in Breath of the Wild grün? Das habe ich auch noch nie gesehen. Skyrim ist die grün. Ja, aber... Und du kannst dir in Breath of the Wild auch die grüne holen. Habe ich aber noch nie irgendjemanden mit Spielen sehen. Und die offiziellen Sachen sind immer mit Blau. Ja, weil das normale Hyrule-Shirt ist. Aber du kannst dir das nein, in allen Farben... Nein, er redet von der Rüstung. Und es ist halt, diese Reckenrüstung ist normal in der Story blau. Aber du kannst dir definitiv die alte Rüstung zusammenbauen. Ich bin auch gleich blau. Ja, dann haben sie noch ein bisschen was über die DLCs erzählt, die kommen. Also jetzt explizit über den... Oh mein Gott, ich muss mal gerade das Fenster zumachen. Hier donnert es. Ein Gewitter.
Stimmt, hier sieht's auch schon ziemlich wolkig aus. Oh mein Gott, war das laut. Ich hab das Fenster sogar schön zu. Ich hoffe, das hört man hier nicht. Ja gut, sie haben dann was über das erste DLC-Pack gezeigt, was am 30. Juni dann jetzt schon rauskommen soll. Trial of the Sword, wo man dann nochmal alle seine Kräfte auffahren muss und nochmal alles, was man so gelernt hat, im Spiel anfordern muss, damit man das schafft. Sieht auf alle Fälle schon mal ganz cool aus. Und für die Leute, die jetzt mittlerweile schon alles gemacht haben, wird das echt interessant mit den neuen Items, mit den neuen Schreinen und vor allen Dingen dem neuen Master Mode, der kommt. Alles nochmal ein bisschen schwerer. Du hast gedacht, die Leunen wären stark und unbezwingbar. Denk nochmal nach. Oh mein Gott, Master Mode wird so zum Kotzen. Ich krieg ja jetzt schon nichts auf die Rille. Dann das zweite Add-on-Pack, was dann im Winter kommen soll, ist dann The Champions Ballad. Wo man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen die Vorgeschichte und so von den ganzen Champions nochmal betrachten darf. Lassen wir uns mal überraschen. Gezeigt haben sie dazu auf alle Fälle noch nichts, nichts, was mir bekannt wäre. Dann haben sie als nächstes angekündigt, dass in dieser Woche Splatoon und Pocken und Arms-Wettkämpfe stattfinden werden auf der E3, was uns jetzt allerdings nicht tangiert. Gibt es eigentlich schon Splatoon 2? Ich glaube ja, ne? Nee, das kommt ja jetzt. Also das müsste jetzt die Tage kommen. Ah, ich war mir nicht mehr sicher. Mein Gott, Jeep, was du uns hier für Zeug schickst, das ist doch lebensgefährlich. Was denn? Das musst du bitte unbedingt an der Stelle ins Video packen. Bitte, bitte, bitte. Scheiß auf Copyright, aber das nee, ist einfach nee, so lustig. Niemals, niemals, auf gar keinen Fall. Keine Memes. Genau. Ja, was danach haben sie dann noch ein bisschen mehr von Mario und Rabbids gezeigt und ja, also... Ich werde es mir auf alle Fälle angucken und ich meine, für unterwegs ist das sicherlich auch ganz lustig. Ja, ist ja auch nicht so, dass es noch ein anderes Mario-Spiel gab. Ja, das kommt ja noch, Spoiler ja nicht. Nein, ich spoilere nicht, das sind Teaser. Ja, okay. Kommt sogar als übernächstes. So, dann das vorletzte Spiel in der Nintendo-Präsentation war dann Rocket League. Haben sie es jetzt nun endlich auch auf die Switch geschafft? Mit eigenen Nintendo-Autos und Mützen, die man den Autos aufziehen kann und ja, Rocket League halt. Macht Spaß. Warum nicht? Ich denke, die Switch ist da die ideale Konsole für. Achso, genau. Crossplay-fähig, das heißt, man kann auch gegen alle anderen spielen. Klappt das wenigstens mit PlayStation 4 oder sind die da auch außen vor? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. So, und dann kommen wir zum großen, großen, großen Highlight der Nintendo-Präsentation. Mario und Odysseus kämpfen gegen einen T-Rex. Und ich dachte mir erst, was zeigt Nintendo denn da? Wackelt da ein T-Rex ins Bild rein? Ich denke mir... Das ist Yoshi! Nein. Yoshi aus dem ersten Kinofilm. Genau, Yoshi aus dem ersten Kinofilm. Ich dachte mir erst, kriegt ihr jetzt ein eigenes Monster Hunter, weil das Monster Hunter World ist das erste Monster Hunter, was nicht für eine Nintendo-Konsole erscheint. Hab ich eben auch ganz vergessen zu sagen bei Sony. Ich hab mir gedacht, ist das jetzt ein neues Monster Hunter? Und dann sehe ich so, was hast denn du da auf dem Kopf? Und dann sehe ich die Mario-Mütze auf dem Kopf. Ja, und diese dann... Mütze auf dem Kopf von diesem doofen T-Rex, ey. Das war so großartig. Darf ich kurz nochmal was sagen zum vorherigen Spiel, weil du gerade gefragt hast und ich die Info für dich habe? Oh ja, zu Rocket League, ja. Sony hat auch Rocket League die Absage erteilt bezüglich Crossplay. Ein Riesenfehler. Naja, gut. Wo war ich? Mario, T-Rex. Absolut wundervoll. Die Spielszenen, die sie gezeigt haben und die Fähigkeiten, die er jetzt im neuen Teil hat, es ist ja absolut großartig, dass du jetzt einfach Gegner übernehmen kannst, wie zum Beispiel irgendein Kugelwilli oder so, und dann durch die Welt fliegen kannst und Sachen zerfetzen kannst. Und ja, nicht nur Gegner, offenbar alles. Also er hat ja auch Leute übernommen, was ein bisschen gespenstisch ist, ehrlich gesagt. Also da bin ich wirklich echt gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Es könnte echt geil werden, es könnte aber auch echt merkwürdig werden. Oder beides. Das wäre natürlich noch das Beste.
Jo, also ich freue mich da auf alle Fälle drüber und wie erwartungsgemäß eine Riesenüberraschung kommt dieses Spiel auch im Oktober. Oktober! Wie so ziemlich alle Spiele dieses Jahr. Wie? Was, was ich noch gesehen habe in dem Mario Odyssey Trailer sind übrigens andere Hüte mit Augen. Offenbar. Das bist du selber. Bin ich mir nicht sicher, weil eines davon war der Zylinder, den Bowser trägt. Ja, die kannst du kaufen. Ich habe das hinterher im Treehouse noch ein bisschen gesehen. In den Leveln gibt's dann so Automaten, die speziell zu den Leveln sind und die ja dann Hüte verkaufen, die dann nochmal spezielle Fähigkeiten haben. Ich also kannst du zum Beispiel cooler? So einen Zylinder oder einen Safari-Hut oder sowas kaufen. Jetzt darfst du. Ich fände das aber cooler, wenn das außerirdische Hüte sind, die aus dem Weltraum gekommen sind und einige davon wollen das Mario-Universum übernehmen und andere wollen Mario helfen, die bösen Hüte und Bowser zu stoppen, wenn auch nur deshalb, weil der gleiche Plot in einer Darkwing Duck-Folge vorgekommen ist. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Also auch hier Nintendo, ne? Copyright bei mir, aber wir finden da eine Regelung. Wir einigen uns da irgendwie. So, damit wären wir doch auch am Ende der Nintendo-Präsentation angelangt. Allerdings haben sie dann im Treehouse nochmal zwei Sachen angekündigt, die sie in der Präsi nicht gezeigt haben. Einmal gibt's ein Metroid 2 Remake für den 3DS. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird richtig, richtig geil. Metroid 2? Cool. Man merkt, ich mag Metroid. Ich hatte so eine Ahnung, ja. Ja. Oh, es ist endlich neues Futter für den 3DS. Es wird langsam ein bisschen dünn. Ja, es gibt doch jetzt so einen neuen Handheld. Ja, aber dafür gibt's ja jetzt noch nicht so viel. Und vor allen Dingen noch kein Metroid. Es wird wirklich Zeit, dass du switchst. Ja. Dann haben sie noch gezeigt, das neue Sonic. Sonic Forces nennt sich das. Kannst du mit dem neuen Sonic spielen, mit dem alten Sonic, kannst den eigenen Charakter erstellen. Gibt's die Gegner aus Sonic Boom, aus Sonic Generations, aus... Also eigentlich alles. Ein großer Zusammenschluss aus allem, was bis jetzt Sonic war. Und ja, was man gesehen hat, sah ganz gut aus, aber das heißt bei Sonic-Spielen ja wirklich nicht viel. Echt? Heißt das, dass auch die Frau aus Sonic 06 dabei ist? Diese Prinzessin Elise? Das weiß ich nicht. Oh, ich hoffe. Und die Stadt. Und alles andere aus diesem Spiel. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, sie werfen jetzt irgendwie alles zusammen, was sie irgendwie in die Finger kriegen konnten und bauen damit einen neuen Sonic-Teil. Ich würde Sega ja wirklich gönnen, dass sie mal wieder einen richtig, richtig geilen Sonic-Teil machen, damit sie da mal wieder ein bisschen aus der Versenkung hochkommen, weil ich meine, außer Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen hörst du ja nichts mehr von denen. Sonic bei den... Oh, ey. Wer denkt sich diesen Kram eigentlich aus? Mario und Sonic in Sochi 2014. Ey. Ja, so ist es aber halt. Und es ist traurig. Es ist sehr traurig. Ernsthaft, wenn du mir so als Kind erzählt hättest, dass es irgendwann ein Spiel gibt, wo Mario und Sonic bei der tatsächlichen Olympiade gegeneinander antreten, hätte ich dich ausgelacht. Also ich meine, ich würde dich auch heute noch auslachen, aber... Aber erklär mir mal, warum Nintendo ein Sonic-Spiel ankündigt. Weil die bei Sega sich gedacht haben, bitte, 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 uns geht's so dreckig. Weil Mario und Sega, Quatsch, weil Nintendo und Sega mittlerweile eine sehr innige Partnerschaft pflegen. Nein, sind Widersacher. Ja, nicht mehr. Sind bittere weil Feinde. Weil Nintendo anscheinend die einzigen sind, die diesen Sega-Schrott noch irgendwie unter die Leute kriegen. Ja, es tut mir leid, es ist mittlerweile einfach nur noch Schrott, was von Sega kommt. Es ist leider so. Mir fällt jetzt auch außer Sonic gar nichts anderes ein, was die sonst noch machen. Also. Ja. Ich meine. Die ganzen anderen Sachen gibt's alle nicht mehr. Also mir fällt jetzt auch nichts ein. Außer Bayonetta. Bayonetta ist von Sega?
Das ist co-produziert von Sega, glaube ich. Aber die wollten... Genau, Bayonetta 1 war co-produziert von Sega. Und da gibt's eine coole Geschichte zu. Die haben ja am Anfang auf Grabsteinen haben die so die ganzen so Platinum-Games, die das Spiel ja gebaut haben. Und dann sollte da eigentlich auch Sega auf dem Grabstein stehen. Aber das fand Sega dann doch so makaber in ihrer aktuellen Situation, dass sie gesagt haben, nee, das macht ihr jetzt nicht. Lasst uns da einfach raus. Lasst uns da einfach weg. Wir machen das mit euch, aber schreibt uns nicht auf den Grabstein. Das ist uns zu prophetisch. Ja, das ist großartig. Nee, aber sonst gibt's, glaube ich, nur noch irgendwelche Kampfspiele. Virtual Fighter oder irgendwie sowas, was von Sega kommt. Alles, nichts Großes auf alle Fälle. Ja, und das Letzte, was ich jetzt noch gesehen habe im Treehouse, wo ich mich auch sehr drauf freue, für den 3DS, Mario & Luigi Superstar Saga. Ist wieder wie der letzte Teil im selben Stil gehalten und ich freu mich einfach tierisch drauf. Und es kommt noch ein Zusatz dazu, man kann Bowser's Minions spielen. Und das ist mal was Neues. Geschichte aus der Sicht von Bowsers Schergen mal zu erleben, das wird bestimmt geil. Das klingt tatsächlich cool. Das hatte ich mir tatsächlich immer gewünscht, gerade so im Hintergrund von Mario-Rollenspielen und sowas. Tatsächlich mal ein Spiel, wo man Bowser spielt oder so seinen ersten Lieutenant oder sowas. Und dann muss man versuchen, Prinzessin Peach zu entführen und auf dem Weg dahin passiert irgendwas, was dann dazu führt, dass man was komplett anderes machen muss oder versehentlich die Welt rettet oder irgendwie sowas. Und dann kommt auf einmal ein roter Klempner vorbei und dann war's das. Game over. Naja, warten wir mal ab, wie das wird. Ich habe das nur im Vorbeiflug gesehen. Ich habe das nur gelesen, dass es da einen Bowser's Minions Modus geben wird. Schauen wir mal. Vielleicht ist das ja auch irgendwie was ganz was anderes. Irgendein blödes Minispiel oder sowas. Du weißt ja, wie es bei Nintendo ist. Jupp. Da kann man immer viel hineininterpretieren. Jo, dann ganz kurz zum Abschluss. Meine Lieblingspräsentation war, wie vielleicht zu vernehmen, von Devolver dieses Jahr. Auf Platz 2 steht bei mir Ubisoft und danach würde ich Nintendo einsortieren. Ganz schrecklich fand ich Bethesda. Also das war die schlechteste Präsentation, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also war vor allen Dingen langweilig. Also all diese unbegeisterten, desinteressierten Leute. Ja. Also das war wirklich, das war nix bei Bethesda. Das können sie auf alle Fälle besser. Ich hoffe, du hörst zu, Herr Bethesda, Anführer von Bethesda. Ja. Ne, aber war wieder eine interessante Woche und ich würde sagen, das nächste Spielejahr wird ziemlich interessant. Vor allen Dingen im Oktober. Wann soll ich das alles spielen? Ihr müsst euch mal eine Release-Liste angucken. Ich habe jetzt bei den wenigsten Spielen gesagt, dass die im Oktober rauskommen, weil halt wirklich 3/4 aller Spiele im Oktober rauskommen. Schaut euch mal eine Release-Liste an. Mit den Ankündigungen echt fantastisch. 45 Spiele im Oktober. Das ist mein großer Vorteil. Die wenigsten davon interessieren mich. Ja. That's my secret. I'm always indifferent. Ja gut, lange Rede, kurzer Schwurf. Das war jetzt wirklich eine der längsten Podcasts, die wir jemals gemacht haben. Ich hoffe, ihr seid uns gewogen geblieben bis zum Schluss und würde uns freuen, wenn ihr uns ein Däumchen hochgibt, wenn ihr uns teilt, allen Freunden empfiehlt und wenn ihr die ganze Sache ein bisschen interessant fand. Habt ihr noch Infos für uns, was wir jetzt hier vergessen haben? Schreibt es unten in die Kommentare. Ja, viel wichtiger, ob ich irgendein Spiel vergessen habe, weil ich habe mir eigentlich die Mühe gemacht, wirklich überall mitzugehen. Aber, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von den Spielen haltet, die angekündigt worden sind. Und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, hier bei Redekunst plus 3. Wo ich jetzt sagen muss, ich muss mir jetzt eigentlich einen Buff plus geben, das ist jetzt mindestens plus 6. Jo, in diesem Sinne auch von mir, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Podcast. Ciao! Tschüss!